Herzlich willkommen, sehr verehrte Motorsportfreunde. Wir melden uns ja mit dem Blick auf die Nürburg zu dem Motorsport-Großereignis des Jahres, der 40. der Jubiläumsauflage der 24 Stunden hier in der Eifel. Christina Sura und ich stehen beim Polesetter in der Startaufstellung. Und hallo, auch von meiner Seite. Du hast die Sonnenbrille zurecht aufgelassen die ganzen Tage, von mir belächelt worden, aber es ist unfassbar. Es war Gewitter und Regen angekündigt und wir haben zur Jubiläumsausgabe auch noch strahlenden Sonnenschein. Wen bringt das jetzt hier hinten bei den 170 Teilnehmern ein bisschen aus dem Tritt? Ich würde sagen alle, obwohl es ist nicht unerwartet. Es ist einfach so, es wechselt hier hin und her. Es würde mich nicht überraschen, wenn es in einer Stunde wieder Graupel und Schauer hat. Und es ist auch ein Sturm angekündigt gewesen, aber keine Ahnung, ob es gerade immer noch so ist. Es kann aber alles hier passieren und drum lasse ich immer auch bei Regen und Sturm meine Brille auf den Kopf. Ja, die Schweizer wissen einfach, wie es geht. Und schauen wir uns um. Ja, ich habe es vorhin schon gesagt, fast 200.000 Zuschauer. Naja, zumindest 200.000 Zuschauer werden hier erwartet am Ring, aber es sieht so aus, als wären die alle schon wieder in der Startaufstellung. Es ist einfach das Ereignis, diese 24 Stunden, irre. Es ist das allergrößte Rennen auf der Welt. Es ist Motorsport pur und es sind einfach alle hier. Und die Eifel ist das Mekka der Motorsportfreunde. Und besonders hier an diesem Wochenende sind halt einfach alle da. Und die, die nicht da sind, die sollten jetzt herkommen. Die haben wir jetzt genau da. Und du hattest auch einen ganz besonderen Gast, auch schon an deiner Seite, ein riesengroßer Gummibär, Tommy Gottschalk. Wie genau, war's? Genau, er hat sowas Ähnliches wie eine Lederhose angehabt. Nicht ganz wie ein Rennfahrer, ist glaube auch nicht so seins, aber es gefällt ihm sehr gut hier. Und er hat jetzt gerade einen Helm übergeben an Christian Menzel und das soll nachher versteigert werden. Er fährt, Christian Menzel fährt mit diesem Helm, also auf gut Deutsch, er schwitzt auch da rein. Den kann man nachher steigern oder kaufen und das geht dann an die Kinder. Naja, der Christian Menzel ist auch so ein Gummibärchen, das passt schon ganz gut zusammen. Aber ein schnelles Gummibärchen. Aber Lederhose, das passt bei dem Wetter fast so gut wie eine Daunenjacke. Wir schauen mal zum Polesetter, der BMW Z4 GT3 der Schubert-Mannschaft. Ja, dieser Wagen hat schon bei den Langstreckenrennen für Furore gesorgt, ist richtig schnell, war... Naja, Geheimfavorit kann man nicht sagen. Er ist der Favorit, auch für dich, oder? Eigentlich ist es das meistgenannte Favoritenauto überhaupt und er hat das bestätigt, zu Recht. Daneben haben wir den R8 von Audi und dahinter zwei SLS. Das waren eher so ein bisschen die Geheimfavoriten. Aber wenn die beiden die zweite Startreihe hier blockieren, schauen wir mal, wie lang und was da passiert. Weil dahinter ist der Mantai Porsche und die Claudia Hörtgen, die schnelle Dame. Der Mantai Porsche auf der 6. Letztes Jahr hat er gewonnen von P18. Was wir noch sagen können. Ja, auch eine Keitfeld ist Gott sei Dank dabei, da gab es Probleme, dazu später mehr, aber... Da kann ich dir auch noch was erzählen. Da bin ich ja sehr gespannt. Unsere Zuschauer sicherlich auch. Kurze Werbeunterbrechung und dann geht es endlich los. Der Worte sind genug gewechselt, wir wollen Taten sehen. Ja, bis gleich hier bei den 24 Stunden. Das ist die weltberühmte Silhouette der Nürburg. Wahrzeichen für eine Rennstrecke, die weltweit einmalig ist. Es ist die schönste, es ist die herausforderndste, es ist die beste Rennstrecke der Welt. Und es findet zum 40. Mal in diesem Jahr auf dieser 25,37 Kilometer langen Schleife ein 24-Stunden-Rennen statt. 170 Fahrzeuge sind mit dabei, 650 Fahrer in 20 verschiedenen Klassen. Aus aller Herren Länder sind sie angereist. Australien, Neuseeland, Mexiko, Indien, Ecuador, Südafrika, Japan. Weltweit hat dieses Rennen einen Ruf wie Donnerhall. Und alle wollen sie irgendwann mal mit dabei sein, wenn sie was mit Motorsport zu tun haben. Einer, der sich hier bereits etabliert hat auf dieser Rennstrecke, ist René Rast, den ich ganz herzlich begrüße. Er ist auch mit dabei in diesem Jahr für das Audi-Team von Phoenix. Klasse Mannschaft mit Marcel Fessler, Christopher Mies und Frank Stippler. Auch ein Team, das man auf der Rechnung haben muss, wie ich meine. Mit dem Audi R8 LMS Ultra. Das ist die überarbeitete neue Version, die sich hier bewähren soll. Das ist der Kult schlechthin. Der Manta, der zwar von der Baujahrreihe her schon viel zu alt ist, dürfte laut Reglement gar nicht mehr an den Start gehen. Aber die Fans lassen es einfach nicht zu, dass der ausgeschlossen wird. Er ist jedes Jahr mit Sondergenehmigung dabei und der Fuchsschwanz gehört einfach hier dazu. Erstmal... Herzliches Willkommen an René Rast, der ist noch ein bisschen am Durchschnaufen, ist heute ein Rennen schon gefahren. Und zwar auf der Nordschleife, 4 Runden im Porsche Carrera Cup, offiziell momentan Dritter, inoffiziell. Weil offiziell gibt es noch kein Ergebnis, da gibt es auch Nachuntersuchungen für ein paar Vergehen, die da unter Umständen passiert sind. Auch
beim Gewinner Kevin Estre. Es könnte sein, dass er am Schluss sogar noch Zweiter ist. War ein guter Auftakt für dich heute in dem Tag. Ja, war erstmal ein guter Start. Ich sag mal, ich bin vom P10 gekommen, hatte eine Strafe vom letzten Rennen Lausitzring und war ein verrücktes Rennen. Ich habe direkt am Start schon ein paar Positionen verloren, hatte eine kleine Berührung und musste mich dann quasi von Platz 11 oder 12 wieder vorarbeiten. Letzten Endes Dritter geworden. Von daher war es ein super Ergebnis. In der Meisterschaft immer noch Erster. Deswegen bin ich sehr zufrieden. Das ist die zweite Startgruppe mit zwei Giroccos an der Spitze. Ganz vorne bei den Dicken, bei den GT3s, da steht auch ein Team auf Pole, dass man hier definitiv zu den Sieganwärtern rechnen muss. Christina hat einen Fahrer bei sich. Ja, und wir sind jetzt beim Pole-Setter und zwar bei Jörg Müller. Und Jörg, du fährst auch den Start. Dass ihr die knackigste Fahrerpaarung seid, habt ihr gestern bewiesen mit der schnellsten Zeit im Quali. Was erwartet ihr euch fürs Rennen? Ja, ich meine, wir sind nicht zu Nürburgring gefahren, um hier mitzurollen. Wir sind natürlich mit einer ganz klaren Aufgabe hier raufgefahren, das Ding zu gewinnen. Aber man muss ehrlich sagen, die Konkurrenz ist dieses Jahr so brutal stark. Um das Ding zu gewinnen, dass du dir keinen Fehler erlauben musst, muss perfekte Boxenstopps haben. Und ich lasse mal auf mich zukommen. Wir müssen erstmal durch die Nacht kommen und dann schauen wir weiter. Erstmal einen Start gut durchkommen. Ihr seid BMW ist mit 19 Siegen bisher absolut beste Marke hier, bester Hersteller am Nürburgring am 24-Stunden-Rennen. 20. Sieg wäre natürlich toll, dann hättet ihr 50% aller Rennen gewonnen. Ja, wir haben einige Jubiläen, glaube ich, hier. Wir fahren ja auch deshalb mit der Startnummer 19, weil BMW 19 Mal gewonnen hat. Das andere Auto hatte ich 20. Dann ist 40 Jahre Nürburgring und 40 Jahre, glaube ich, auch BMW M. Und von daher sind viele Sachen, wofür es wichtig wäre, dieses Rennen zu gewinnen. Und 20. Sieg wäre natürlich klasse für BMW. Und mein dritter wäre auch gut. Das wäre nicht schlecht. Ich wünsche viel Glück, alles Gute und danke und tschüss zurück zu euch. Danke. Da haben aber eine ganze Menge Konkurrenten was dagegen. Auch mein Gast René Rast, der würde auch ganz gerne ganz oben stehen. Das ist diese legendäre, sagenhafte, einmalige Rennstrecke. Es gibt nichts Vergleichbares weltweit. Es ist die Top-Herausforderung für Rennfahrer. Es ist die schwerste Rennstrecke der Welt. Es gibt nichts Vergleichbares auf der Welt. Es ist super, super herausfordernd. 24 Kilometer lang. Es geht bergauf, bergab. Sehr, sehr viele schnelle Kurven. Wenig Auslaufzonen. Und dann noch so ein Starterfeld. Das ist einfach, das gibt es eigentlich nirgendwo. Gut 200.000 Zuschauer hier entlang des Rings, alle in Vorfreude auf das, was jetzt gleich kommt. Der Motorsport-Donnerhall schlechthin und auch Tommy Gottschalk hat es sich nicht nehmen lassen, ist angereist. Er ist Markenbotschafter von Haribo und steht vor dem Rennen bei Christina und hat ihr Rede und Antwort gestanden. Ja, bei mir an der Startaufstellung am 24-Stunden-Rennen am Nürburgring ein ganz besonderer Gast. Es ist brechenvoll hier wie immer. Herr Gottschalk, Sie sind neu hier am Nürburgring an der Startaufstellung. Was bringt Sie hierher? Also ich bin leider nicht so neu, wie ich aussehe, aber ich bin natürlich dadurch, dass meine Kollegen von Haribo heute am Start sind, hoch interessiert. Und ich kann zwar schnell reden, aber nicht schnell Auto fahren. Deswegen bin ich einfach mit Tipps da, wie man quasi ein Rennen sich auch unterhaltsam gestaltet. 24 Stunden ist eine lange Zeit. Und deswegen bin ich so ein bisschen auch im Funk als zwischendurch Unterhalter, Mutmacher halt durch, Jungs, ihr schafft das und so. Christian, willst du das, dass Herr Gottschalk im Funk ein bisschen reinredet? Ganz ehrlich, lieber nicht. Wir haben da draußen alle Hände voll zu tun. Und also für Smalltalk bleibt da nicht viel Zeit. Ich unterhalte ihn dann ein bisschen an der Boxenmauer. Herr Gottschalk, Sie sind ja nicht ganz, aber beinahe wie ein Rennfahrer angezogen. Wäre das nicht doch auch was für Sie? Nee. Das muss ich leider sagen, ist keine meiner besonderen Eigenschaften. Geschwindigkeit macht mich nervös. Mich hat mal einer aus Freundlichkeit in so einem Safety Car mitgenommen auf irgendeiner Rennstrecke. Ich habe geweint und habe dann gesagt, ich habe zwei Kinder. Der gesagt, ich habe drei. Sie können gerne auch bei mir mal mitfahren. Eine Frau im Steuer ist auch sehr aufregend. Christian, ihr startet jetzt hier nicht ganz so weit vorne, wie ihr wolltet. Aber trotzdem, ihr seid immer noch mein Geheimtipp, der vorne auf jeden Fall mitfahren kann. Ja, ist ja eine hohe Leistungsdichte. Ich meine, ist ja ein Wahnsinn, wie viele Autos hier unter den ersten 30 sind. Wir sind jetzt 24. mit 10 Sekunden Rückstand nur. Und ja, brutal. Das wird ein richtiges Gemetzel werden heute, glaube ich. Und wir müssen einfach sehen, dass wir die ersten Stunden wirklich sauber durchkommen, weil das wird für einige doch recht schwierig werden hier. Du kennst dich ja hier blendend aus. Also ich denke, Sie drücken sicher Christian Menzel und dem ganzen Haribo-Team die Daumen. Aber Sie sind ja auch hier, Herr Gottschalk, für einen guten Zweck. Immer für einen guten Zweck. Wobei ich sagen muss, Sie kennen sich gut aus. Ist da die Gefahr, dass man sich verfährt, relativ groß, oder? Nicht bei Herrn Menzel. Da bin ich beruhigt, ja. Weil ich hätte beinahe einmal falsch abgebogen vorher, wie ich da unterwegs war mit meinen Go-Kart-Kindern. Ich hätte sie gefunden.
Herr Gottschalk, ich würde mich freuen, wenn Sie bald wieder hier sind. Herzlichen Dank, viel Glück fürs Rennen, Christian Menzel, und möglichst viel Geld für eure Kinder. Dankeschön und zurück an euch. Und es gibt auch speziell zu dem Anlass 90 Jahre Goldbärchen, ein goldfarben lackierte Corvette. Die Nummer 90 wird uns sicherlich viel Spaß machen. Es ist ein brachiales Auto, auch ein absoluter Fanliebling. Und mal schauen, wo die sich platzieren. Die hatten in der zweiten gezeiteten Runde im Top 40 Qualifying Pech. Da hatten sie einen Reifenplatzer rechts hinten. Am Ende Startplatz 18, aber das kann sich durchaus sehen lassen. Der René, der verfolgt das hier alles unter einer gewissen Anspannung schon. Du sitzt zwar jetzt nicht im Auto, aber du weißt natürlich ganz genau, was jetzt hier gleich beim fliegenden Start im Pulk los ist. Christian hat gesagt, das wird ein Gemetzel. Dementsprechend auch die Nervosität bei dir? Natürlich. Ich meine, wenn man im Auto drin sitzt, hat man alles unter Kontrolle. Man kann das alles kontrollieren. Als Beifahrer, wenn man jetzt im Fernsehen guckt, ist man eigentlich noch aufgeregter. Man sieht das eigene Auto fahren und kann eigentlich nichts beeinflussen. Und daher, wie der Christian schon sagt, ist eine unheimliche Leistungsdichte bei diesem Rennen. Und das ist fast wie ein Sprintrennen, würde ich es fast nennen. 40 Autos, die wirklich extrem schnell sind, auf einem Level fast alle fahren. Gerade ist noch gar nicht freigegeben worden, da haben wir schon ein Feuerwerk. Ja. Das werden wir dann gleich auf dem Asphalt erleben. Ja, es ist einfach genial, was hier für eine Stimmung rund um den Kurs herrscht. Als du vorher gekommen bist, hast du gesagt, eigentlich dürfte ich jetzt hier gar nicht sitzen, denn letztes Jahr, als ich zu euch gekommen bin, ist mein Auto genau in dem Moment ausgefallen. Mhm. Da warst du mit Sciroccos unterwegs, mit zweien. Genau, mit Golfs. Mit dem Jubiläumsgolf war das, genau. Und beide Golfs sind dann ausgeschieden in der Nacht. Ja. Das wollen wir jetzt gar nicht als schlechtes Omen nehmen und da reden wir auch gar nicht drüber. Wir reden gar nicht drüber. Nee, machen wir auch nicht. Auf der ersten Position die Pole für den BMW Z4 GT3 von Schubert Motorsport. Daneben der Mamaro R8 LMS Ultra mit Chris Mamaro am Steuer. In der zweiten Startreihe werden wir zwei Mercedes-Flügeltürer sehen. Der eine mit Jérôme Blekemolen am Steuer mit der Startnummer 15. Das ist der Flügeltürer von Black Falcon. Dann haben wir vom Team Hancock Heiko den Flügeltürer mit Lance David Arnold, auch ein exzellenter Ringfachmann am Steuer. Dahinter in der dritten Startreihe der BMW Z4 GT3, das zweite Auto von Schubert Motorsport, die hier den Werkseinsatz für BMW gestalten, mit Claudia Hürtgen am Steuer. Und dann kommt das Titelverteidiger-Team auf dem Mantai Porsche mit der Startnummer 11. Sechs schnellste gewesen im Top 40 Qualifying, hatten bei ihrer gezeiteten zweiten Runde ein bisschen Verkehr. Hingen da eine ganze Weile hinter dem Flügeltürer mit Roland Zehe und Hartung Rehfeld Bullitt fest. Und das hat Sekunden gekostet, aber die sind der ganz große Favorit hier mit dem Schubert BMW, das ist klar. Da wird Romain Dumas den Anfang gestalten. Dahinter ein weiterer Flügeltürer, also die Mercedes-Dampfhammer sind hier gut vertreten im vorderen Feld. Erstaunt dich das? Nicht wirklich. Man hat bei dem VLN-Rennen schon gesehen, dass der Mercedes relativ schnell ist. Und die haben gestern wirklich einen sehr guten Job gemacht. Aber wie gesagt, ich würde gar keinen Favoriten jetzt im Moment rauspicken wollen. Das ist einfach so eng beisammen. Ich denke, derjenige, der gestern die beste Runde hatte, ohne Fehler, der ist jetzt vorne. Die anderen haben natürlich vielleicht nicht alle eine perfekte Runde gefahren. Und deswegen kommen die Zeitabstände zustande. Aber ich glaube, dass alle Autos auf einem sehr, sehr hohen Niveau sind, auf einem gleichen Niveau. Natürlich hat jeder Hersteller Vor- und Nachteile auf gewissen Abschnitten, aber das macht es ja letzten Endes auch aus. Wie hat dir dieses neue Top 40 Qualifying gestern gefallen? Ich fand es sehr, sehr interessant, muss ich wirklich sagen, mir hat es gefallen. In dem Sinne können halt uns die langsamen Autos nicht beeinflussen, sondern das ist wirklich, kommt darauf an, wie schnell ist der Fahrer, wie schnell ist das Auto. Und das ist eigentlich, hat mir jetzt sehr gut gefallen. Lukas Luhr und Marc Lieb, die auf dem Mantai Porsche dann auch fahren werden, die sind natürlich jetzt auch hochgradig angespannt, wie Romain Dumas das Ganze hinbekommt. Es ist ein Riesengebalge, es ist ein wahnsinnig kompaktes Feld da vorne. Die werden jetzt alle tierisch Gas geben ohne Ende. Und laut Reglement müssen mindestens drei der Reifen an einem Fahrzeug sein, die gestern im Top 40 Qualifying benutzt worden sind. Spielt das irgendwann eine Rolle? Nicht wirklich, es ist ja für alle das Gleiche. Also alle haben die gleichen Voraussetzungen und deswegen spielt es jetzt am Start keine große Rolle. Sicherlich auch Grund dafür, dass man die jetzt wieder benutzen muss, dass gestern keiner super weiche, spezielle Qualifying-Reifen verwendet hat. Genau. Wir werfen einen Blick auf die Startaufstellung. Markenvielfalt ist angesagt hier bei diesem 24-Stunden-Rennen. BMW, Audi, Mercedes, Porsche. Und dann werden wir auch auf den nächsten Seiten die anderen Fahrzeuge sehen, die sehr beeindruckend. Die McLaren sind stark.
Die Aston Martin haben mich ein bisschen überrascht vom Speed her, muss ich ganz ehrlich zugeben. Hatte die nicht so weit vorne erwartet. Die Corvette ist mit dabei. Der Ford GT an der 26. Startposition mit Jürgen Ahlsen. Diese ultraflache Flunder, 1 Meter hoch mit 5 Millimetern dazu. Da musste ich ganz schön klein machen, um da überhaupt reinkrabbeln zu können. Aber ist ein Eyecatcher, wunderschönes Fahrzeug. Auch das ein Fan-Liebling. Nissan GT-R haben wir unter den Top 50. Also da ist schon einiges geboten. Und die Tendenz geht immer mehr hin zu den leistungsstarken Fahrzeugen. In den kleineren, seriennahen Klassen, da dünnt das Feld langsam aber sicher ein bisschen aus. Also ich habe manchmal den Eindruck, wir haben jetzt hier dabei eine internationale GT3-Meisterschaft. Ja, das Level, wie ich eben schon gesagt habe, wird immer höher, immer größer. Dadurch müssen natürlich die kleinen Autos ein bisschen leiden. Das ist natürlich schade auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist für die großen Autos natürlich das Level, die Konkurrenzfähigkeit wird immer größer. Und für die Hersteller ist es natürlich auch interessant, weil man sich immer weiterentwickeln muss. Und daher, ja, für die Fans ist es, glaube ich, auch, ich meine, wir haben so viele Marken vorne, ist, glaube ich, ein schönes Feld. Gut, dass es jetzt auf alle Fälle beim Start trocken ist, denn Regen würde die ganze Geschichte noch kitzliger machen. So haben alle ein vernünftiges Grip-Niveau und wir haben das Aufwärmen der Reifen gesehen. Wie geht man da jetzt taktisch vor? Weil das ist ja anders als auf einer kurzen Runde bei einer ganz normalen Rennstrecke. Ja, man versucht einfach den Reifen über die ganze Runde warm zu halten. Natürlich auf der Döttinger Höhe jetzt extrem warm zu bekommen, um dann für die erste Kurve bereit zu sein. Und dann sollte das Auto in der optimalen Verfassung sein, denn die Ampel ist auf grün geschaltet. Das 40. ADAC Zürich 24-Stunden-Rennen auf der Nürburgring-Nordschleife ist freigegeben. Der Pohlmann behauptet seine Führung. Der Schubert BMW Z4 GT3 mit Jörg Müller am Steuer geht als erster in diesen Rechtsbogen hinein, der relativ eng ist. Und es geht sofort dann wieder links rum. Das ist Piff-Paff, da musst du das Auto zweimal schnell hin und her werfen. Das in diesem dicht gedrängten Feld, da gibt es auch schon die ersten Piloten, die da abseits der Rennstrecke unterwegs sind. Aber wie ich bis jetzt finde, doch relativ viel Disziplin im Feld. Ja klar, das ist ein 24-Stunden-Rennen. Ich glaube, da wird keiner auf die Idee kommen, sich ins Auto zu fahren. Man achtet natürlich auf den Gegner und hat die Augen im Spiegel. Und ich glaube, da sollte jetzt keine Probleme sein, dass man sich gegenseitig... Naja, aber der Erste hat sich offensichtlich schon gedreht. Mit der Startnummer 16 in umgekehrter Richtung stehend, der Black Falcon mit Hannes Plesse, Andri Lebet, Christian Bracke und Reinhold Renger, die darauf genannt worden sind. Und da musst du erstmal den ganzen Pulk an dir vorbeifliegen lassen, bevor du das Auto dann drehen kannst in die richtige Richtung. Das ist natürlich jetzt mal ein richtig harziger Auftakt für die Jungs. Und da musst du hoffen, dass nichts kaputt ist am Auto. Genau, ja, der muss jetzt viel aufholen. Natürlich viele Plätze verloren, aber wie gesagt, das Rennen ist 24 Stunden lang, da passiert noch so viel. Kostet natürlich Zeit und ist nicht besonders schön. Oh, da ging es aber auch schon richtig eng zu. Da gab es schon mal so ein bisschen Anlehnen am Kontrahenten. Mal gucken, was der so drauf hat. Also hier wird auch schon richtig reingehalten. Ja, da ist Marc Basseng am Steuer. Ich habe vorhin mit ihm gesprochen und er hat mir gesagt, er versucht gleich am Start direkt Plätze gut zu machen. Wie man sieht, ist er relativ gut nach vorne gekommen. Die Nummer 3, das ist dieses blau-gelbe Fahrzeug mit Marc Basseng. Die waren 12. im Top 40 Qualifying. Da hat man sich auch ein bisschen mehr ausgerechnet, da bin ich mir sicher. Ja gut, ich meine, klar, es wäre natürlich immer schön, das Auto ganz vorne zu platzieren. Aber wie schon angesprochen, das Feld ist dieses Jahr so extrem eng und jeder kleine Fehler wird bestraft. Letzten Endes ist es gut, dass wir nicht ganz so weit hinten stehen. Aber ich glaube, für Audi war es kein schlechtes Ergebnis. Wie habt ihr das bei euch teamintern ausgeknubbelt, wer den Start fährt? Der Frank Stippler ist gestern auch das Qualify gefahren. Es stand von Anfang an fest, dass er auch das Rennen startet. Von daher gab es da nie irgendwie eine Diskussionsrunde bei uns. Wärst du ihn gern gefahren? Natürlich wäre ich ihn gern gefahren. Ich meine, bei so einem Rennen... den Start zu fahren ist natürlich eine Ehre. Wenn man die ganzen Fans auf der Strecke stehen sieht und dann mit dem Auto da vorbeifährt, ist schon ein kleines Gänsehaut-Feeling da. Aber ich glaube, der Frank, der macht das gut, der ist sehr erfahren, hat das die letzten Jahre immer gut gemacht und ich glaube, es hätte kaum jemand Besseren geben können. Spektakulär, diese Kuppe, die Autos entlasten, unglaublich. Hier war der Ford GT mit allen vier Rädern in der Luft, die wir gerade gesehen haben und in dieser spektakulären bunten Lackierung der Crema Porsche. Auch da 50 Jahre Crema Racing, das erfolgreichste Privatrennteam in Deutschland. Deshalb auch mit der Startnummer 150 unterwegs. Das ist die zweite Startgruppe. Vorne zwei Volkswagen Scirocco GT24. Auch hier wird das Rennen gleich freigegeben. Und auch hier, da sind die ersten schon ausgefächert. Da wird überholt, bevor die Ampel überhaupt umgeschalten wird. Die haben alle Adrenalin pur bis unter die Schädeldecke. Die sind alle wie Rennpferde. In der Startbox, da will jeder losgaloppieren. Ganz schwierig, da die Disziplin natürlich aufrechtzuerhalten. Und schauen Sie sich dieses fantastische Bild an. Ist das nicht
etwas, was das Herz eines Motorsportfans höher schlagen lässt, geht's schöner. Auch hier Markenvielfalt. Meistgenannte Fahrzeuge hier im Feld sind BMW. 51 insgesamt in den verschiedenen Modellreihen sind hier am Start. Viele, viele bunte Smarties könnte man jetzt meinen, aber da werden auch einige noch aufgefressen werden im Rennen. Die werden längst nicht alle das Ziel erreichen. Das ist ein hartes Ausscheidungsfahren. Und hoffen wir mal, dass es so wenig Unfälle, wie es nur irgendwie geht, gibt. Das ist ja auch immer ein Riesenkriterium hier auf dem Kurs. Genau. Jetzt in der Anfangsphase hat man noch eher freie Fahrt in der ersten Gruppe vorne. Ja. Aber wenn dann diese Gruppen sich mischen, wenn man auf die langsameren aufläuft, dann fängt es an, turbulent zu werden. Und da ist Konzentration gefragt. Wie machst du das, dass du so lange fokussiert im Auto bleiben kannst? Man ist eigentlich immer direkt angespannt. Man ist immer am Level und deswegen man bleibt eigentlich automatisch konzentriert, weil man immer am absoluten Limit sich bewegt. Da hat man gar keine Zeit, irgendwas anderes zu denken. Und ich sag mal, so 9 Runden am Stück zu fahren, ist natürlich für den Kopf nicht einfach. Aber dafür sind wir ja alle gut trainiert und Profi genug, um das handeln zu können. Inwieweit ist es wirklich hier entscheidend, dass man schon ein paar Jahre hier gefahren ist? Die Erfahrung ist hier sehr, sehr wichtig. Ich meine, die Strecke zu lernen, ist sehr, sehr schwierig. Sie ist sehr lang. Und gerade bei dem 24-Stunden-Rennen zählt die Erfahrung natürlich, wie man sich im Verkehr verhält, wie man sich bei gelben Flaggen verhält. Und generell natürlich auch in der Nacht. Also Erfahrung ist hier ein sehr großes, ja, das A und O eigentlich. Ja. Der Start der Gruppe 3. Da sehen wir ganz vorne in der ersten Reihe Tim Scherbart zusammen mit Knechtges, Jan und Jans in einem BMW M3. Tim Scherbart hier in dem gelb-schwarz lackierten Fahrzeug ist der Langstreckenmeister des vergangenen Jahres. Der hat also auch enorm viel Erfahrung hier auf dem Ring, ist Doppelstarter in diesem Jahr, wird also in 2 Fahrzeugen sitzen. Du hast es im letzten Jahr auch gemacht, 2 Autos fahren, da ist die Anspannung natürlich extrem groß. Natürlich ist die Anspannung extrem groß, aber man hat natürlich auch doppelte Chance auf Podium zu fahren oder zu gewinnen. Deswegen hat es auch einen schönen positiven Beigeschmack, aber natürlich sehr, sehr anstrengend auf 2 Autos zu fahren, keine Frage. Auch hier das Startprozedere. Vorne wird die Gangart bestimmt, was das Tempo angeht. Und dann im vollen Flug Richtung erste Kurve. Rechts knickt, der nach außen ein bisschen weghängt. Das ist ganz schön tricky. Ja, gerade im Regen ist es sehr tricky, weil das Wasser da manchmal über die Strecke läuft. Und gerade auf der Außenseite sehr, sehr rutschig ist. Aber zum Glück haben wir es jetzt trocken. Und bis jetzt hat alles sehr, sehr gut geklappt hier. Und der Manta ist auch gut um die ersten Kurven rumgekommen mit dem Fuchsschwanz. Würde mich ja mal interessieren, ob die den 24 Stunden lang immer den gleichen dran haben und wie der dann aussieht morgen Nachmittag. Bestimmt schön dreckig, ja. Ja, das ist eine ultimativ harte Belastung für Mensch und Material, dieses 24-Stunden-Rennen. Was ist für dich der besondere Reiz? Kann man das überhaupt in einem Satz zusammenfassen? Nein, das sind so viele Faktoren. Ich meine, man muss einfach nur mal auf die Tribünen gucken. Wo hat man so viele Menschen an der Rennstrecke? Wo ist so viel Faszination wie bei diesem Rennen? Das ist einfach, man kann das eigentlich gar nicht in Worte fassen. Vorhin in der Startaufstellung habe ich eine halbe Stunde gestanden und es waren so viele Leute, die uns Glück gewünscht haben, die Fotos gemacht haben. Also man merkt einfach, die Fans sind einfach da und die leben das ganze Thema Motorsport. Das ist eigentlich für mich der größte Faktor. Natürlich, das Rennfahren auf der Strecke ist auch sehr herausfordernd, aber die ganzen Markenvielfalt, es ist einfach ein unglaubliches Gefühl. Wir haben gesehen, dass Jörg Müller sich da an der Spitze des Feldes aber schon ein ganz schönes Stück abgesetzt hat. Der geht ein Höllentempo hier, ein Sprint gleich zu Beginn, um sich ein bisschen Luft zu verschaffen. Das Ansinnen ist klar. Ja. Du hast es vorher schon mal erwähnt, die verschiedenen Hersteller haben an verschiedenen Punkten dieser Strecke ihre Vorteile. Gehen wir mal ganz kurz auf Audi ein. Wo ist euer Vorteil? Unser Auto ist sehr, sehr gut in schnellen Kurven, generell in Kurven. Wir haben sehr viel aerodynamischen Grip und deswegen können wir sehr, sehr schnell durch die Kurven fahren, sind auch sehr gut auf der Bremse, haben dafür natürlich auf anderen Teilen kleine einfach Nachteile. Aber generell ist der Audi sehr, sehr schön zu fahren, sehr ruhig, einfach für die Distanz gebaut. Und sehr haltbar. Deswegen müsste man eigentlich mal schauen, wie wir morgen um diese Uhrzeit aussehen. In den vergangenen Jahren war ein bisschen das Problem, dass das ein Schlucktiger war. Der hat ganz schön viel Sprit gefressen, der R8. Aber da hat man, glaube ich, einiges getan. Ja, das Auto wurde natürlich vom letzten Jahr zu diesem Jahr verbessert, wie auch jedes andere Auto auch. Und man hört natürlich nie auf zu entwickeln. Und von daher ist auch der Audi natürlich einen Schritt weitergekommen. Da sind die Scharmützel. Wir sehen
das Überholmanöver mit der Startnummer 65, Lance David Arnold, der da nach vorne geht, den Flügeltürer, der vor ihm Ginzack gefahren ist, überholen konnte. Das Auto mit Jerome Blekemolen am Steuer und auch Claudia Hürtgen ist mitgezogen im Windschatten von Lance David Arnold. Jerome Blekemolen hat also hier in dieser Vollbeschleunigungsphase in diesem Windschattenduell gleich mal zwei Positionen verloren. Es geht schnell. Ja, auf der Döttinger Hill geht es sehr schnell. Ich meine, die Windschattenspiele sind bekannt. Wenn man da aus dem Gallenkopf relativ schlecht rauskommt und keinen Windschatten hat und zwei, drei Autos hinter einem sind, kann es ganz schnell gehen, dass man dort auf der Döttinger Höhe aufgeschnupft wird. Letzten Endes ist es immer noch ein 24-Stunden-Rennen und es gewinnt derjenige, der nach 24 Stunden vorne ist und nicht nach der ersten Runde. Der Mantai Porsche, der Favorisierte mit der Startnummer 11 auf Rang 5, hat also eine Position gut gemacht. Chris Mamoro von 2 auf 6 zurückgefallen. Dann kommt dein Fahrzeug mit der Startnummer 2 auf Position 7. Ist das okay für den Anfang? Ja, vollkommen ausreichend. Das Ziel sollte natürlich sein, so weit wie möglich. Der dunkelblaue ist es hier rechts im Bild. Genau. Wunderschöne Lackierung, wie ich finde. Genau, finde ich auch sehr schön. Aber ein absolut zufriedenstellender Moment. Das Ziel ist einfach, durch die Nacht zu kommen und dann am Morgen zu sehen, wo wir stehen und ob wir noch Chancen auf den Sieg haben. Auf Position 8 mit der 66 ist der Hancock-Team Heiko Flügeltürer mit Frankenhut, Simonsen, Pierre Kaffer und Lance David Arnold. Dann haben wir auf der Position 9 Pedro Lamy, ein Vita for One BMW Z4 GT3. Und das Auto mit Oliver Jarvis, unter anderem dem ehemaligen DTM-Piloten, auf 10. Sie sehen den Stand unten eingeblendet. Die einzelnen Startnummern können Sie sich dann auch im Internet runterladen und sofort ausdrucken, damit Sie es in der Hand zu Hause haben, welche Startnummer, welches Auto ist, mit welcher Besetzung. Und Sie haben natürlich auch die Möglichkeit, wir werden nachher das zweite Halbfinale bei der Eishockey-Weltmeisterschaft übertragen. Es gibt ein rund um die Uhr Live-Ticker bei uns bei sport1.de. Sie werden also permanent auf dem Laufenden gehalten. Die Anfangsphase haben wir jetzt erstmal alle fast heil überstanden. Den einen Dreher haben wir vorher gesehen. Aber das Feld hat sich jetzt erstmal ganz gut sortiert. Die Pace des Schubert BMW an der Spitze vorne ist allerdings bemerkenswert. Alle anderen hängen ziemlich dicht zusammen. Ja, habe ich eben auch gedacht. Gleich nach der ersten Runde 9 Sekunden Abstand rauszufahren, ist natürlich sehr, sehr bemerkenswert. Die Verfolger haben einen haben einfach Mühe, sich da dem Tempo anzupassen. Wobei man nicht weiß, ob die Verfolger jetzt Vollgas geben oder wie es generell ist. Deswegen müssen wir einfach mal schauen, wie es jetzt in den nächsten Stunden läuft. Die Balance of Performance mit dem Ziel, dass man eine Leistungsbreite an der Spitze erzielen kann. Unser Mail-In übrigens auch in diesem Jahr wieder 24h-rennen@sport1.de. Da können Sie uns Fragen stellen. Wir sind bemüht, möglichst viele zu beantworten und werden die auch immer wieder an unsere Gäste weiterreichen. Die Balance of Performance scheint in diesem Jahr gut hingehauen zu haben, wenn man die Ausgeglichenheit an der Spitze sieht. Man hat verschiedene Möglichkeiten, diese Fahrzeuge vom Leistungsstand her zusammenzubringen. Da kann man die Luftmenge begrenzen, die in den Motor gerät, durch Restriktoren. Man kann Tankfüllungen begrenzen, unterschiedliche Tankzuladungen eben dementsprechend bestimmen. Das Mindestgewicht kann man variieren. Also es gibt da die verschiedensten Eingriffsmöglichkeiten. Ich finde, das hat in diesem Jahr super hingehauen, wenn man die Leistungsdichte im Top 40 Qualifying gesehen hat. Das ist ein Beleg dafür. Die haben einen tollen Job gemacht. Doch, denke ich auch. Die Leistungsdichte ist sehr, 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 sehr enorm. Und man kann einfach sagen, dass die Autos auf einem ähnlichen Niveau sind, alle. Wobei natürlich man nicht weiß, ob jetzt alle im Top 40 Qualifier auch schon die Karten auf den Tisch gelegt haben. Der BMW zum Beispiel, wie ich das gerade sehe, 9 Sekunden in der ersten Runde, ist natürlich schon eine Hausnummer. Und, ja, aber die sind auch im Qualifying mit der Polezeit schon so dermaßen schnell unterwegs gewesen. BMW hat es in der Simulation hochgerechnet. Wenn die Streckenführung gefahren wären, wie beim Langstreckenmeisterschaftslauf, dann hätten die eine Zeit von unter 8 Minuten gestern erzielt. Wirklich? Ja. Das ist schon brutal schnell. Das ist eine 7,58 ein paar zerquetschte gewesen. Ich meine, hallo? Das ist, da ist da, glaube ich, nicht mehr viel mit Verstecken und ein paar Trümpfe in der Rückhand halten. Da kann da fast nichts mehr sein. Nein, das stimmt schon. Also das Level ist extrem hoch geworden und wird jedes Jahr schneller. Ich hoffe einfach, dass die Autos sehr, sehr ausgeglichen sind über die gesamte Distanz. Ihr fahrt einen R8 LMS Ultra mit dem Zusatz Ultra. Das ist die Weiterentwicklung zu den letztjährigen Fahrzeugen. Was ist für dich als Fahrer so der große Unterschied? Wie spürst du das? Man spürt es einfach generell. Das Gripniveau ist einfach ein bisschen höher. Man hat natürlich ein bisschen an der Aerodynamik gearbeitet. Man hat das ganze Auto ein bisschen ausgereifter. Und man merkt einfach als Fahrer, dass das Auto einfach direkter ist, besser auf der Bremse ist, schneller in den Kurven ist.
Und das merkt man einfach direkt schon, wenn man das erste Mal aus der Box rausfährt, merkst du direkt, oh, da ist viel passiert. Schauen wir uns den Start noch einmal an. Vorne sofort in die Flucht gegangen, Jörg Müller auf dem Polfahrzeug. Und hier hat er ja schon ein paar Meter, die er rausfahren kann. Und das ist die Phalanx dieser GT3-Boliden. Ein Festival, ein Augenschmaus. Donnerhall auf der Nürburgring, Nordschleife vom Allerfeinsten. Oh, das ist Gänsehaut-Feeling, oder? Ja, das ist Wahnsinn. Das kann man gar nicht beschreiben mit Worten. Es ist einfach das Schönste, was man so auf der Rennstrecke sehen kann. Mittendrin in dieser auffälligen gelb-orangen Lackierung auch der Timboli Porsche. Die Jungs fahren zum einen, um Erfolg zu haben, um Spaß zu haben, aber auch für einen guten Zweck. Da werden wir sicherlich im Laufe unserer stundenlangen Übertragung noch drauf eingehen können. Das ist der Wochenspiegel Porsche mit Romain Dumas am Steuer. Und da sieht man mal, wenn man so im Anschnitt die Hand da sieht, wie hart da gearbeitet werden muss. Das ist kein lustiges Schaukeln wie auf dem Sofa im Wohnzimmer. Nee, gerade in der ersten Runde, wenn die Reifen vielleicht noch nicht ganz auf optimaler Temperatur sind, muss man natürlich noch ein bisschen arbeiten. Und da war der Schubser. Genau. Vom Nissan ist er angeschoben worden. Und da gab es dann den Dreher für den Flügeltürer von Black Falcon. Und auch hier ein Abflug Richtung Kies. Gott sei Dank an dieser Stelle ein bisschen mehr Auslaufzone. Das hat man ja, du weißt Gott, nicht überall am Ring. Mit der Startnummer 39. Das war der Porsche von Dörr Motorsport mit Christian Gebhardt, Markus Großmann, Niklas Kentenich und Peter Posavel. Quatsch. Und der McLaren von Dörr war auch draußen. Das haben wir häufiger in diesem Jahr schon gesehen bei den Langstreckenmeisterschaftsläufen. Oh, da wird das Material aber schon mal richtig hart beansprucht, gleich in der Anfangsphase. Muss man nicht unbedingt haben. In der ersten Runde sollte es nicht passieren, aber Fahrfehler passieren. Kein Mensch ist perfekt, keine Maschine, deswegen kann das mal passieren. Sollte nicht, aber kann. Wir sind an Bord. Wir haben 8 Autos bestückt mit Onboard-Kameras beim Falcon Porsche. Da gab es gestern das Malheur, dass man das Fahrzeug im zweiten Zeittraining zu früh auf die Strecke rausgeschickt hat. Die 17 Fahrzeuge, die sich in den Langstreckenmeisterschaftsläufen schon qualifiziert hatten für das Top 40 Qualifying, durften erst 20 Minuten nach Beginn des Zeittrainings auf die Strecke raus. Und man hat ihn zu früh rausgeschickt und dann gab es die Disqualifikation für die Teilnahme beim Top 40 Qualifying. Man hat sie auf Position 40 gesetzt. Die durften am Zeitfahren nicht mehr teilnehmen und waren jetzt dann mittendrin im Pulk. Das ist ein super schnelles Auto in diesem Jahr. Bereits auf Pole beim ersten Lauf zur Langstreckenmeisterschaft. Die müssen sich jetzt erst einmal nach vorne arbeiten. Das ist ein hartes Stück Arbeit. Aber das Handicap haben sie sich selber verschafft durch eine Unachtsamkeit. Aber du hast so wahnsinnig viele Sachen um die Ohren. Ja. Ja, und da passieren solche Dinge einfach mal. Das ist menschlich. Das gehört dazu, genau. Man muss einfach alles beachten. Es sind so viele Faktoren, die man mit berechnen muss. Und wenn man da einfach einen kleinsten Fehler macht, dann kann sowas schon passieren. Aber es ist ja jetzt kein Weltuntergang. Die Autos fahren ja und das Rennen ist 24 Stunden lang. Hat den Dörr McLaren vor sich, den MP4-12C mit Arno Klaasen unter anderem am Steuer. Auch ein Ringspezialist, der kennt hier jeden Quadratzentimeter, kann man fast meinen. Der ist so viele Jahre hier auf dieser Strecke unterwegs, hat enorm viele Klassensiege gefeiert. Der stand hier schon sehr oft auf dem Podium. Und da tut sich der Falken Porsche schwer. Aber da sieht man auch mal, wie alle hier am Limit fahren und das dicht hintereinander fahren. Die Strecke ist ja auch sehr unruhig. Ist ja kein glatter Belag hier. Genau, ja. Die Bodenwellen machen es eigentlich sehr, sehr schwer. Und man muss auch bedenken, wenn man ganz dicht hinter einem hinterher fährt, das hat heute Morgen ein Porsche Cup auch, dann sieht man teilweise gar nicht, wo die Strecke lang geht, weil man hat einen extrem großen Heckflügel vor sich, ein breites Auto. Man muss einfach die Linie fahren, die der Vordermann fährt, weil man sieht gar nicht, wo es lang geht. Und man muss sich immer blind auf den Vordermann verlassen, dass der keinen Fehler macht. Und jetzt sehen wir hier schön die Windschattenspiele, wie die funktionieren. Stettinger Höhe, dieser Streckenabschnitt geht immer so leicht bergauf, 3 Kilometer fast lang, Vollgaspassage, Pedal to the Metal, da heißt das Pedal bis zur Bodenplatte durchdrücken und dann wird der Motor ausgereizt und mehr geht dann halt nicht. Das ist absoluter Tempolimitbereich dann auch, das ist auch eine Passage, da mag man beim besten Willen nicht abfliegen. Nein, definitiv nicht. Da wird im Zickzack-Kurs wie um Slalomstangen um die langsameren Fahrer herum die Position gesucht. Und da sieht man mal, ein Vorsprung, den man sich rausgefahren hat, kann durch so eine Situation auch ruckzuck wieder weg sein. Und dann weißt du vor lauter Ärger fast ins Lenkrad. Da fährst du dir den Allerwertesten weg in der Anfangsphase und dann wirst du plötzlich von diesem langsamen Pulk eingestaucht. Aber die fahren ja auch ihr Rennen. Eben, das kann man ihnen ja nicht irgendwie vorwerfen. Ja? Die fahren genauso ihr Rennen wie wir auch und die sind am Positionenkämpfen genauso wie wir auch und die gehören einfach mit zum 24-Stunden-Rennen, das ist Teil des Rennens und die muss man respektieren und einfach, wenn es nicht geht, muss man einfach hinterherfahren und warten, bis sich eine Gelegenheit ergibt, die zu holen.
ersten zwei Runden sind absolviert. Nach zwei Runden dein Auto auf der siebten Position. Ja. Fahrt mal schön nach vorne. Zufrieden. Also mit 8 Sekunden Rückstand haben auf jeden Fall aufgeholt auf den ersten. Von daher bin ich bis jetzt sehr guter Dinge. Darf mich ganz herzlich dafür bedanken, dass du die Anfangsphase mit uns gestaltet hast. Wunderbare Einblicke in das Seelenleben eines Rennfahrers. Danke auch. Wir drücken euch ganz fest die Daumen, wie allen anderen Teilnehmern, dass ihr unfallfrei durchkommt. Bietet uns eine gute Show, vor allem den Fans da draußen entlang der Strecke. Die sind seit Tagen hier schon am Ring, teilweise bei fragwürdigen Wetterbedingungen, nehmen alles auf sich, um euch zuschauen zu dürfen und zu können. Ja. Und ich glaube, das ist auch eine Verantwortung, die ihr da tragt. Natürlich. Ohne die Fans würden wir nicht leben und deswegen bin ich sehr froh, dass ich jetzt hier sein kann und ein schönes Rennen fahren kann. Haarsträubende Situationen teilweise. Hoffen wir mal, dass hier alles gut geht. Danke für den Besuch bei uns. Ganz kurze Pause. Wir sind gleich wieder zurück mit Sabine Schmitz. Wir sind noch in der Anfangsphase beim 40. ADAC Zürich 24-Stunden-Rennen auf der Nürburgring-Nordschleife und es gibt schon die ersten Opfer zu beklagen. Das ist der zweite Wochenspiegel Porsche von Mantai eingesetzt. Da ist auch Jochen Grobenbach mit dabei, der zwei Laufsiege dieses Jahr gefeiert hat in der Langstreckenmeisterschaft. Der ist seit vielen Jahren mit dabei. Es waren seine zwei ersten Gesamtsiege. Technische Probleme ausgerollt. Das ist ein ziemlich spektakulärer Dreher ohne größere Beschädigungen. Das Auto eingesetzt von Hans-Christoph Schäfer. Und das ist der Dr. Dr. Tweten. Unter der Bewerbung läuft dieses Auto. Offiziell, muss man dann auch so nennen. Auch wenn es ein bisschen komisch vielleicht klingt. Aber da ist ziemlich viel Dampf und Rauch. Das ist schlicht und ergreifend Kühlwasser, was da wahrscheinlich verdampft. Aber da kennt sich meine Kollegin, die jetzt hier am Mikrofon sitzt, viel besser aus mit solchen Dingen. Ich begrüße ganz herzlich die Königin vom Ring, Sabine Schmitz. Ich glaube, ja, es hat kein Mensch auf der Welt mehr Runden hier auf der Strecke schon abgespult als du, oder? Ja, das kann ich hier laut sagen. Also das muss mir erstmal einer nachmachen, so viele Runden, wie ich hier schon absolviert habe. Aber es macht halt immer noch Spaß und deswegen beschwere ich mich ja gar nicht. Ein Satz zum 24-Stunden-Rennen in diesem Jahr. Das ganze Atmosphärische, wir haben eine völlige Ballerkompanie da vorne, 31 GT3 Boliden, habe ich noch nie gesehen sowas. Ja, ist Wahnsinn. Also die Konkurrenz ist unheimlich stark dieses Jahr. Es sind unheimlich viele Werksfahrer am Start, obwohl eigentlich der Tenor ganz anders hieß. Die Werke halten sich etwas zurück. Ich habe mich schon gefreut, aber tja, viel Feind, viel eher, kann man da nur sagen. Ist richtig so. Ihr fahrt mit dem natürlich legendären Frikadelli Porsche. Porsche, sage ich. Genau. Ja. Ja, klar, Porsche. Ja, aber Frikadelli, die Frikadelle. Ja. Also so wie die Fans sie nennen. Es fahren halt sehr viele Porsche mit, und aber wer hat schon eine Frikadelle auf dem Auto, ne? Und das gab es natürlich dann auch als Grundlage vor dem Rennen, oder? Ja, selbstverständlich. Heute Mittag habe ich selber auch Frikadellen gebraten. Fürs Team, genau. Das ist ja so eine Art Doping, ne, für uns. Patrick Hulsmann ist da gerade am Steuer am Volant. Der Holländer fängt an. Habt ihr das ausgeknobelt oder warum habt ihr euch darauf festgelegt? Ach, das macht der Lünni, unser Teamchef. Der sagt, du fährst, du fährst, du fährst und dann machen wir das so. Da sind wir ganz flexibel. Und da gibt es auch keine Diskussion, sondern das wird dann so gemacht, wie der Teamchef das so festlegt. Genau. Der wird sich einen Kopf drüber gemacht haben, denn eigentlich möchte das ja jeder machen, hier losfahren, oder? Ja, er denkt und wir lenken. Und da gibt es eine ganze Menge zu lenken. Wir haben schon gesehen, dass hier eine ganze Menge los ist in der Anfangsphase. Da standen schon mehrfach Autos in den Leitplanken. Es geht jetzt schon los, dass man den eigenen Rennrhythmus nicht mehr aufrechterhalten kann, weil bei Gelbflaggen Tempo rausnehmen. Du kommst an so eine Stelle hin, oft aus einer Kurve raus, wo du es gar nicht vorher siehst. Musst auch erstmal dich orientieren, was ist da los. Und das ist natürlich ein Bild, was wahrscheinlich jetzt das Rennen in den nächsten Stunden prägen wird. Ja, es waren jetzt schon unheimlich viele Gelbphasen. Man hat gesehen, der eine Seat hat schon eine 360er gemacht. Ein BMW ist kaputt, schon platt. Und ja, man sieht, wir haben schon eine riesen Lücke nach vorne und nach hinten. Das ist auch immer ein Zeichen, dass viel passiert ist unterwegs. Ja, aber besser so. Lieber freie Fahrt, als irgendwo im Knüttel hängen. Ihr seid als 22. gestartet, seid jetzt auf Position 20 und es gibt schon die ersten Stops. Das sind diese Abläufe in der Boxengasse. Man hat die Tankkannen, was den Durchfluss angeht, ein bisschen bestrengt, dass das nicht alles super schnell reinläuft. Wenn es einen Fahrerwechsel gibt, sollte man auch den Fahrerwechsel in der dafür notwendigen Ruhe durchführen können. Ich finde das richtig so. Ja, wir haben nur ein Problem bei so viel GT3-Autos, dass man halt auch vielleicht mal warten muss, ne? Dass die Box voll ist oder man muss zu einer anderen Box hinfahren. Da sind wir Gott sei Dank auch so ausgerüstet, dass wir Luftflaschen alles transportabel haben, um dann trotzdem so schnell wie möglich einen Boxenstopp durchführen zu können.
Aber es ist schon, also wir haben zum Beispiel die zwei BMWs mit an der Box und wir haben uns dann auch mit den anderen Teams, auch mit Black Falcon abgesprochen, wer wann in etwa reinkommt, damit wir da nicht irgendwie eine Schlange vorfinden. Wir haben es gerade gesehen, der frühe Stopp von Timboli, das ist der Porsche mit der 47, mit Marc Busch, Egon Allgäuer, Karim Al-Azari, ich habe es rausgebracht, Gott sei Dank, Marco Seefried. Ja. Auch ein Top-Auto. Die Jungs haben schon Podestplatzierungen rausgefahren in diesem Jahr in der Langstreckenmeisterschaft. Und da ist man offensichtlich mit weniger Sprit losgefahren, um einen früheren Stopp machen zu können, um sich aus dem ganzen Kladderadsch zu beginnen erstmal rauszuhalten, wenn alle in die Boxengasse abbiegen. Viele fahren ja erst einmal 9 Runden Stint. Was macht ihr? Wir sind mit harten Reifen ins Qualifying gegangen. Wir mussten ja mit denselben Reifen wieder jetzt an den Start gehen, wie wir es im Quali hatten. Und ich denke mal, dass Timboli vielleicht auch eine weichere Mischung benutzt hat, dass sie deswegen auch früher reinkommen. Und auch, um den Stau zu vermeiden, den ich vorhin angesprochen habe. Aber die waren 11 Startplätze hinter euch auf Startplatz 33. Ja, also vielleicht ist was in die Hose gegangen, man weiß ja nie. Gibt es was Schöneres als diese Rennstrecke? Ach, ist schon toll. Also ich bin ja auch schon überall auf der ganzen Welt im Kreis gefahren, aber ich bin immer wieder froh, wenn ich zurückkommen darf. Könntest du die Strecke blind fahren mit zugebundenen Augen? Nö. Ich glaube, es ist gesünder, wenn man beide Augen ganz weit aufsperrt. Ja, gut, bei dem vielen Verkehr auf der Strecke sowieso. Ja, aber so viele Runden, wie du hier schon gedreht hast, da müsstest du es eigentlich im Schlaf können. Ja, ich kann es schon im Schlaf, aber mit geschlossenen Augen wird es dann doch schwierig. Ne? Schläfst sich du nur mit offenen Augen? Sich nur mit an Bodenwellen zu orientieren. Du schläfst mit offenen Augen, ja? Ja? Ja, nach dem 24-Stunden-Rennen schon, weil da kriege ich die Augen gar nicht zu. Wahnsinn, so viel Adrenalin im Blut. Die Deckel zuhalten. Ja, Wahnsinn. Ja. Ihr habt eine schöne Aktion gehabt vor dem Start in der Vorstartaufstellung. Mhm. Da haben wir die Grüße an Tim gesehen. Was steckt dahinter? Ja, der Tim, der ist ja letztes Jahr bei uns mitgefahren, 24-Stunden-Rennen. Wir sind ja auf Platz 9 auch ins Ziel gefahren. Der hat einen super Job gemacht und leider hatte er ja diesen schweren Unfall. Tim Bergmeister, genau. Und das war ja wirklich haarsträubend. Wir hatten alle einen Schock, wie wir den Unfall gesehen haben. Es war ein Unfall in der vergangenen Woche? Vor 2 Wochen, oder? War es letzte Woche? Nee, wie wir das Rennen hatten, auch vor 2 oder 3 Wochen. Ja, es war auf jeden Fall ein ganz, ganz schlimmer Unfall und er hat 14 Rippenbrüche. 14 Rippen gebrochen? Ja, und die Lunge war beschädigt. Oh Gott. Und es hing ein bisschen am seidenen Faden. Und deswegen sind wir alle ganz glücklich, dass es ihm jetzt wieder besser geht. Beste Genesungswünsche und Grüße rüber zum Tim. Kopf hoch. Wir wollen dich bald wieder im Auto sehen. Nächstes Jahr fährst du wieder mit uns. Und da steht schon wieder einer. Ja. Ach du je. Und da heißt es, Tempo komplett rausnehmen. Das gibt's doch nicht. Und guck mal, 4 Autos. Da stehen nicht 1 oder 2, da stehen Minimum 4. Ja, 3. Der ist, glaube ich, gehört zur Streckensicherung. Das ist, Streckensicherung. Aber okay, ja, hat die Blinklampen auf dem Dach, jetzt sehe ich es auch. Mini. Da steht auf einer Fälle einer in der Leitplanke. Ja. Hier sehen die Bremsspuren. Der ist also rückwärts reingeknallt. Auch vorne links eher ist alles kaputt und hat sich wohl dann nach dem Aufschlag gedreht. Hier rechts sieht man die Delle in der Leitplanke. Da ist er wohl reingeknallt mit der linken Fahrzeugseite und hat durch den Aufprall wahrscheinlich sich dann gedreht. Wow. Wird's mal gleich wieder ganz anders. Das ist wohl nicht mein Kumpel Harald Groß. Es sieht auf alle Fälle nach einem Mini Cooper aus. Ja, weil der fährt Mini Cooper. Im letzten Jahr ist das Auto von ihm, wo er drauf saß, glaube ich, komplett ausgebrannt in der Fuchsröhre in der Nacht. Oh je. Lichterloh, da stand gar nichts mehr, bis auf den Gitterrohr. Ich sage, es ist ein weiter Weg, nach 24 Stunden durchs Ziel zu fahren. Und jetzt sieht man noch alles. Ja, ja. Komplette Abdeckung durch Helikopter und Kameras. Ein Riesenaufwand, der hier betrieben wird. Mal einen schönen Gruß an die Streckenposten. Die machen auch einen ganz, ganz harten Job. Schließlich hatten wir vorgestern noch ein kleines Schneegestöber zu verbuchen. Das ist jetzt kein Spaß, sondern das ist Tatsache. Ja, alles war weiß. Hier hat es gehagelt. Ja. Landunter an der Nürburgring-Nordschleife. Ja. Und das sind teilweise schon haarsträubende Arbeitsbedingungen. Viele machen das ehrenamtlich. Da liegt noch Schnee. Da liegt noch der Hagel, ja. Über 600 freiwillige Helfer, die dazu beitragen, dass das Ganze hier überhaupt stattfinden kann. Allen Helfern erstmal ein riesengroßes Dankeschön. Die ermöglichen uns, dass wir hier ein Wahnsinns-Event den Menschen nach Hause ins Wohnzimmer transportieren können. Auf ansonsten gäbe es die Veranstaltung hier nicht. Oder raucht's da raus. Und da ist ein Timboli Porsche. Rechts hinten. Ja, Reifenschaden. Boah, und der muss natürlich schauen, dass er jetzt Richtung Box kommt. Ja. Das ist das Henner-Ritchie-Auto, ja. Ach du je, Reifenschaden. Ja, ist klar, wenn es knallt, dann liegt überall Kohlefaser rum. Da muss man schon höllisch aufpassen, dass man da sich nichts in den Reifen reinfährt. Vielleicht hat er auch eine Feindberührung. Geht dann auch ganz, ganz schnell. Deswegen aus allem raushalten. Nur tanken, Räder wechseln, weiterfahren.
anderer hochkarätiger Motorsport. Hier sehen wir viele Teile auch auf der Strecke rumliegen. Unglaublich. Wahnsinn, was hier am Anfang los ist. Die Motorradweltmeisterschaft, drei verschiedene Klassen, die Sie von uns gewohnterweise am Wochenende serviert bekommen. Dieses Wochenende steht Le Mans auf dem Programm. Und was sich da in der Qualifikation getan hat, in den drei verschiedenen Klassen, das sagt Ihnen jetzt Edgar Mielke. Da sind wir wieder, der Mark VDS BMW Z4 GT3 beim ersten Boxenstopp. Diese belgische Truppe, die waren ungeheuer schnell im Zeittraining gestern unterwegs. Die waren nach dem zweiten Zeittraining drittschnellste. Da habe ich mir gedacht, holla, wo kommen die plötzlich her? Mhm. Die haben richtig flott Gas gegeben und das Pole-Fahrzeug auch zum ersten Mal in der Box. Du hast gesagt, es war so abgesprochen, dass die relativ früh reinkommen. Ja, genau, weil wie gesagt, wir haben die beiden BMWs ja mit drin und wir. Und das könnte sich dann schon mal nachteilig auswirken, wenn wir dann plötzlich alle drei an der Box stehen. Gut für ihn jetzt, dass er freie Fahrt hat, kommt auf die Strecke zurück, kann erstmal wieder richtig angasen. Ja. Auch gleich wieder in den eigenen richtigen Rhythmus finden. Du hast gerade auch diese Motorradbilder gesehen, das ist schon Wahnsinn, was die da treiben, oder? Wäre das was für dich? Ja, die haben schön einen Nagel im Kopf, muss ich sagen. Also der Bradl hat ja einen super Heilzeiler gemacht, dann kann man kaum hingucken. Also für dich ist schon wichtig, Dach über den Kopf, rundherum ein bisschen Blech und so? Ja, der Klaus ist ja früher Superbike gefahren und der ist jetzt auch vor ein paar Jahren wieder Motorradrennen gefahren, zusammen mit Jürgen Müller, hat auch gleich das erste Rennen gewonnen, also ich sag Hut ab. Also Klaus Abelin, der natürlich der Chef bei euch ist. Ja. In jeder Beziehung. Kann nicht nur leckere Frikadellen bauen, der kann auch Motorrad fahren. Und auch Auto fahren. Ja. Greift hier ins Steuer. Wie ist bei euch die weitere Reihenfolge? Patrick Hülsmann fährt jetzt gerade. Ja, dann kommt der Chris Brück und dann, wenn es nachher regnet, dann kommt Schmitzi an die Reihe. Wenn es dann schwierig wird. Ja, also. Ja, ist klar. Logisch. Rechnest du tatsächlich mit Regen? Auf jeden Fall. Es wird vielleicht nicht viel Regen geben, aber es wird über Nacht wohl ständig so ein bisschen feucht sein. Und das war genau das, was ich vorher noch ansprechen wollte, bevor wir in die Werbung gegangen sind. Neuermüll. Wir haben diesen Reifen gesehen, der kaputt war. Ja. Man muss natürlich schauen, dass man nicht zu schnell fährt, denn genau das passiert dann. Der löst sich auf und wie eine Peitsche haut das Gummi dann das ganze Heck des Fahrzeuges kaputt, wie wir hier gesehen haben. Genau, und das ist natürlich jetzt schon ein großer Schaden. Da hilft nur noch Klebeband, wie man sieht. Das gute alte Tape, Motorsport ohne Tape, ein 24-Stunden-Rennen ohne Tape, geht, glaube ich, gar nicht, oder? Nee, wir haben auch immer ein paar Rollen in der Schublade. Ja, am besten fährt man mit einem Reifenschaden immer über die Wiese. Das ist dann doch besser und da hält der Reifen doch noch einiges mehr aus, als wenn ich jetzt über den Asphalt fahre. Das muss ich dem aber nochmal erklären später. Wollte gerade sagen, da muss die Königin vom Ring nochmal hin und muss nochmal ein paar Lehrstunden verteilen. Ja, wir müssen sagen, mit den Yokohama haben wir ganz, ganz wenig Reifenschäden. Also den letzten hatten wir, glaube ich, vor 3 Jahren mal oder vor 4 Jahren sogar. Deswegen sind wir ganz gut aufgestellt. Also ich bin dann sehr zufrieden. Er hält doch einiges aus. Timboli, haben wir gerade gesehen, ist mit Michelin unterwegs. Da ist wieder der Falken Porsche im Bild. Wir gucken aus dem Falken Porsche raus, besser gesagt. Startposition 40. Der ist doch der Wochenspiegel. Ah, das ist der Wochenspiegel, genau, du hast recht, die Startnummer 11. Das habe ich mich ein bisschen blitzen lassen. Ja, der ist etwas weiter vor, ne? Gut, dass du aufpasst. Sagen, auf Platz 2. Der ist auf Platz 2, da brauchen wir gar nicht so lange suchen. Ja, 11 und 44, bin immer bei der Schnapszahl. Denk jedes Mal, wenn ich eine Schnapszahl vorne sehe, dass das der Falken Porsche ist. Das ist der Wochenspiegel, muss mich dran gewöhnen, die 11. Das Team von Olaf Mantai. Sechster im Top 40 Qualifying mit Marc Lieb, Romain Dumas, Lukas Luhr, Richard Lietz. Du hast einiges erlebt in den 24-Stunden-Veranstaltungen hier. Gestern zum allerersten Mal dieses Top 40 Qualifying, dieses Einzelzeitfahren im 10-sekündigen Abstand. Wie hat es dir gefallen? Ja, war eine tolle Geschichte, auch für die Zuschauer, denke ich mal. Also ich glaube, denen hat es gut gefallen. Das sind die Reste von dem Timboli-Reifen. War eine gute Sache, vor allem wir hatten dann auch die Strecke für uns. Das ist natürlich ein Vorteil, weil mit den Kleinen, wenn man da wirklich eine Runde hinbrettert, das ist schon manchmal haarsträubend, was da abgeht. Deswegen waren wir da schon mal auf einer sicheren Seite. Ist auch irgendwo gerechter, weil man hat oft ein Auto dann vor sich, kommt nicht vorbei und dann hat man direkt 5-6 Sekunden verloren und das war schon okay. Woran man noch arbeiten muss, ist sicherlich, dass wir mit geheizten Reifen fahren, weil die Reifen nehmen so einen Schaden, wenn die nicht auf Temperatur sind und nicht den Luftdruck haben. Dann hat man sich mal ruckzuck eine Karkasse ruiniert und dann fliegt man natürlich nicht an der langsamen Stelle ab, sondern irgendwo in der Fuchsröhre oder Döttinger Höhe. Da wird kräftig geputzt und gefegt. Ne? Ja. Das war die Stelle, wo vorher der Mini eingeschlagen ist. Ja. Und da ist jetzt viel Putzarbeit notwendig, denn da war einiges an Dreck und an Automaterial auf der Strecke gelegen. Der hat aber auch schon die Fenster ein bisschen versaut, ne?
Sieht auch nicht mehr viel aus. Nee, so richtig fit ist das nicht mehr. Ich glaube nicht, dass das nur Fliegen sind. Sieht mir so ein bisschen nach einer Mischung aus Kühlwasser und Öl aus. Und das ist ein schöner Bart. Ja. Da brauchst du den Scheibenwischer jetzt nicht anstellen. Nee. Vorne momentan mit der Startnummer 65, das ist der Hancock-Team, Heiko Flügeltürer mit Kenneth Heyer, Bernd Schneider, Lance David Arnold und Alexandros Margaritis. Auch das eine Kombination, die man sich merken muss. Ich glaube, die sind ganz ordentlich dabei. Auch hier ganz eng das Geschehen. Der Mantai Porsche auf der zweiten Position. Claudia Hürtgen ist auf Rang 3 vorgefahren mit dem Huita for One BMW. Dahinter Chris Mamoro im Audi R8. Also Markenvielfalt an der Spitze. Das ist doch genau das, was wir eigentlich erreichen wollten. Es gibt immer diese Diskussionen über die Balance of Performance. Das ist, glaube ich, das Gesprächsthema im Fahrerlager. Immer wieder bei den Langstreckenmeisterschaftsläufen. Aber wenn man die Ausgeglichenheit hier sieht, gestern auch im Top 40 Qualifying, ich glaube, die haben das richtig gut hinbekommen. Ja, scheint halbwegs zu passen. Der gewinnt, freut sich natürlich immer am meisten. Ja, das sind nicht gerade eure Lieblinge. Es ist schwer. Es ist sehr, sehr schwer da wirklich, dass alle Autos gleich sind. Früher hat das schnellste Auto mit den schnellsten Fahrern gewonnen und heute ist schon bewusst das ganze Paket ein bisschen zugeschnürt worden, damit auch Action herrscht. Es ist vielleicht auch ganz gut, dass man versucht, das ein bisschen auszugleichen. Ansonsten geht vielleicht ein Hersteller mit einem Mega-Mörder-Aufwand daher, steckt in die Entwicklung Unsummen Geld herein, um den Prestige-Sieg hier herauszufahren und hat technologischen Vorsprung, den anderen gar nicht mehr ausgleichen können. Und dann haben wir eine Dominanz von einem Fahrzeug an der Spitze, das ist dann auch langweilig, will ja auch keiner sehen. Ja, stimmt schon. Aber die Kosten BMWs sollte man auch ein bisschen dann in den Griff halten, wenn es geht, ne? Ja, die BMWs sind, glaube ich, ganz vorne da. Die haben einen Mörderabtrieb, die sind zwar auf der Geraden nicht so schnell, obwohl es geht eigentlich noch, aber mit dem Abtrieb, auch wenn es nass ist, ist unglaublich. Ja, schöne Windschattenfahrt sehen wir hier. Aber auf Zentimeter Abstand. Boah. Nee, da ist ein Teil weggeflogen. Der ist abgeflogen. Guck dir das an. Der ist abgeflogen. Der hat ihn berührt. Das war der Kampf um Platz 5. Das ist der Flügeltürer mit Jean-Edouard. Jérôme Blekemolen ist hier am Anfang gefahren. Das war ein ganz heftiger Abflug. Kann nicht sein. Also ich habe es gerade noch sagen wollen, wie dicht fahren die eigentlich hintereinander her? Unglaublich, unglaublich. Oh, Wahnsinn. Krieg gleich Gänsehaut ohne Ende. Boah. Und zwar der fiesen Art. Das ist das Auto mit Marc Fessler. Ich fahre nicht durch das Zeug. Oh, nee. Komm. Und euer Porsche, unser Patrick Holländer fährt gerade ein bisschen durch die Brocken, die da überall rumliegen. Schauen wir mal, ob es ein Reifenplatzer war. Nee, der hat den berührt. Ich sehe doch jetzt, wie der Kotflügel wegfliegt. Pass auf jetzt. Nee, da kommt der Reifen. Der hat einen Reifenplatzer gehabt. Da kam plötzlich das Gummi angeflogen auf die Windschutzscheibe. Boah. Der hat einen vollen Reifenplatzer gehabt bei der Geschwindigkeit. Und bekommt dann natürlich auch noch den Kick von dem Hintermann, das ist klar. Mhm. Weil ja dann das Tempo ruckzuck erstmal weg ist. Und dann dreht er sich dadurch raus und hat den Einschlag. Eieieiei. Und da hat man natürlich schon weit über 250 auf der Uhr. Also das ist kein Spaß. Nee. Ich hoffe, dem Fahrer geht's gut. Das wollen wir mal auf alle Fälle hoffen. Ich weiß gar nicht, ob er schon raus ist. Jérôme Blekemolen ist gefahren. Ja, der Kopf bewegt sich. Der sitzt noch drin. Ja, man sieht den Helm, der da ein bisschen glänzt. Ja, der hat auch die Leitplanke. Ah, jetzt geht die Tür auf. Deformiert. Ha! Oh, oh. Das ist genau das, was man überhaupt nicht sehen will. Das Rennen ist noch keine Stunde alt und da schon so viele Schäden. Wahnsinn, oder? Wahnsinn. Das Auto ist weg. Wahnsinn. Da können wir einen Strich drüber machen. Ja. Da geht nichts mehr. Er kann sich jedenfalls selbstständig aus dem Auto befreien. Aber es hat einen Moment gedauert. War sicherlich auch erst einmal angenockt. Das war ein ganz heftiger Impact in die Leitschienen. Wollen wir das Ganze hier erstmal sortieren? Die werden jetzt erstmal aufräumen müssen da draußen. Sabine, vielen herzlichen Dank, dass du uns über die Strecke begleitet hast. Immer toi, 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 gerne. Drücken die Daumen. Und werden natürlich ganz genau hinschauen, was du da draußen so treibst, wenn es denn regnet. Alles klar. Und vielleicht, wenn du Lust und Zeit hast, die Fans würden sich freuen, wenn du nochmal zu uns kommst. Gerne, ich bring Frikadellen mit dann. Ne? Super. Ja, tschüss. Tschüss, danke dir. Und wir verabschieden uns ganz kurz für ein paar Verbraucherhinweise und sind dann gleich wieder zurück hier in der Eifel. Wir sind zurück beim 24-Stunden-Rennen auf der Nürburgring-Nordschleife und schauen Sie sich das an. Da wird gelb geschwenkt ohne Ende, alle nehmen das Gas raus. Das ist die Stelle, wo Jérôme Blekemolen abgeflogen ist mit dem Black Falcon Flügeltürer. Und dann kommt einer angefahren und hat offensichtlich komplett den Überblick verloren. Dreht sich da auch noch komplett in die Leitschienen rein. Ich habe sowas noch nie gesehen. Johannes Stuck ist jetzt bei uns zu Gast. Der ist momentan in einer richtig schlechten Laune, was ich absolut nachvollziehen kann. Wieder Reifenschaden bei der Corvette hinten rechts, wie gestern beim Top 40
Qualifikations-Shootout beim Zeitfahren. Also was hier los ist in der ersten Rennstunde beim 24-Stunden-Rennen, das ist ja unfassbar. Der Reihe nach, irrsinnig viele Unfälle auf der Strecke draußen. Ihr seid mit den beiden Young Driver Aston Martins gut im Zeittraining dabei gewesen. Startnummer 6 mit Stefan Mücke, Thomas Engel, Oliver Mattei und Freddy Barth. 17. Startposition. Ihr hattet Startposition 16. Der eine wurde in die Box reingeschoben. Da wird gerade am Auto hinten rechts, wenn wir es richtig gesehen haben, gearbeitet. Und bei deinem Fahrzeug, wo du mit deinem Bruder Ferdinand drauf sitzt, mit Darren Turner und mit Dennis Rostek, das ist der andere, die Nummer 6, der wird am Heck fieberhaft gearbeitet. Und euer Auto ist zurückgefallen. Ihr wart unter den Top 20 und wir haben gerade auf dem Zeitmonitor vorher mal geschaut. Und ihr rutscht irgendwie, irgendwo immer weiter hinter. Was ist da los? 77. Position momentan. Ja, erstmal hallo an alle. Ich bin gerade auch nicht so ganz im Bilde, was hier abgeht. Neben den ganzen Theatern auf der Strecke und den ganzen Unfällen bei Gelb, was absolut unverständlich ist, fehlt mir mein Auto. Und mein Wunsch wäre, dass einfach der Transponder nicht funktioniert, aber ich glaube, so ist es nicht. Scheinbar muss das Auto irgendwo an der Strecke stehen. Das wäre natürlich ganz bitter, weil wir haben jetzt schon gesehen, gerade eben, das sind schon 2 Runden Rückstand. Da liegt offensichtlich irgendwo ein Schaden vor. Wir müssen auch erstmal so ein bisschen durchatmen, was wir hier in der ersten Rennstunde schon alles an Müllern geliefert bekommen haben. Das ist teilweise haarsträubend. Hier wird auf Teufel komm rausgefahren, als ob in der ersten Stunde das komplette Rennen sich entscheiden würde. Die gehen hier alle ein Risikolevel, nicht alle, aber viele. Das ist schon erstaunlich. Absolut. Also ich meine, bei BMW war die Taktik ganz klar am Anfang nach vorne weg zu flüchten. Mit einem frühen Boxenstopp, den Splash und Dash vom Ende, den man sich wahrscheinlich so ausgerechnet hat, dann vorzubeugen, sodass man auch aus dem ganzen Gewirr mit den anderen GT3-Autos rauskommt und dass man einfach dann eine halbwegs freie Fahrt hat und so auch nicht im direkten Infight, so wie man das jetzt vorher bei dem Audi und dem Mercedes gesehen hat, zu solchen blöden Unfällen kommt dann. Wir sehen hier mit der Startnummer 22 den Flügeltürer von Rowe Motorsport, der ein ganzes Paket von Verfolgern hier anführt. Das Auto von Phoenix Racing, der Audi R8 LMS Ultra, ist direkt dahinter. Das ist die Besetzung, bei der auch Marc Bazeng dabei ist, Christopher Hase, Christopher Mies. Der macht hier ganz gewaltig Druck. Der Flügeltürer mit der 22 wird pilotiert von Thomas Jäger. Und der Haribo Corvette-Pilot, der hat auch schon sein Auto am Rand parken müssen. Da war der Schaden hinten rechts, den wir gesehen haben, dann wohl doch zu groß. Kann sich nicht mehr Richtung Boxengasse zurückretten. Ein weiterer Havarierter, der da am Streckenrand liegen geblieben ist. Also unfassbar, was hier los ist. Also ich kann es gar nicht in Worte fassen. Ich habe bis jetzt mein 7. 24-Stunden-Rennen. Dein Bruder auch verdient. Gerade mein Bruder, der schaut da, glaube ich, auf die Nummer 6. Und es ist einfach, ja, tragisch. Die Information, die wir bekommen haben, Antriebswellenschaden. Jetzt schon. Okay, das ist natürlich schon sehr früh nach 4 Runden. Kann man leider nichts zu sagen. Und wir haben die Information bekommen, ihr steht mit einem Plattfuß auf Höhe Bergwerk. Ja. Reifenschaden. Bei den vielen Teilen, die da auf der Strecke jetzt schon liegen in der Anfangsphase, wundert mich das allerdings nicht. Nee, das wundert mich auch nicht. Allerdings sollten wir schauen, dass wir jetzt schnellstmöglich runter nach Adenau kommen, ins Breitscheid. Dort dann das Auto vielleicht oder am Wald entlang einen neuen Reifen bringen und dass der Fahrer den Reifen dann selber wechselt, weil die Mechaniker dürfen an der Strecke nicht arbeiten. Dann zur Box zurückzukommen, alles zu überprüfen. Dann verlieren wir zwar jetzt wahrscheinlich 5-6 Runden, aber wenigstens können wir noch weiterfahren. Wer ist bei euch im Auto, Darren Turner? Darren Turner ist in Start gefahren. Er hat da, glaube ich, einen ganz guten Job gemacht. Und ja, das ist natürlich jetzt ultra bitter, nach 4 Runden mit dem Reifenschaden stehen zu bleiben. Das hatten wir nicht so erwartet. Ihr habt euch ja auch ganz speziell auf dieses Rennen hier vorbereitet. Sehr intensiv, man nimmt da sehr viele Mühen auf sich und dann so ein Rückschlag gleich in der Anfangsphase, das musst du jetzt auch erstmal verdauen. Ne? Ja, natürlich, vor allen Dingen ist auch für alle unsere Partner und Sponsoren, besonders für den TÜV Rheinland, der viele Gäste vor Ort hat, ein ganz, ganz wichtiges Event. Und aber für uns heißt es, Auto zurück auf die Strecke bringen und trotzdem noch die restliche Zeit durchfahren. Und den Menschen zeigen und demonstrieren, dass ihr richtig schnell fahren könnt. Absolut, das können wir, das haben wir gestern im Qualifying bewiesen und das wollen wir auch nochmal zeigen. In dem Fall haben wir jetzt Stuckhoch 2 am Mikrofon nach dem letztjährigen Stuckhoch 3-Projekt. Der Ferdi hat auch noch was zu sagen. Erik, bitte. Ja, so ist es. Wir wollen nachfragen, Peter, denn hier steht der Aston Martin mit der 006. Was ist da los? Und die zweite Teil der Frage mit eurem 007. Wo steht er? Ja, also zunächst mal der 006er, der hat irgendwie Probleme mit dem Vortrieb. Also der nimmt Gas nicht mehr an.
Und uns hat das Pech der Reifen leider verfolgt. Also wir stehen in der Nähe vom Bergwerk, soll ziemlich böse kaputt sein, hinten rechts. Und ja, schöner Reifenplatz. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Kein guter Start. Gab es da Fremdkontakt? Nee, ich glaube nicht. Also der Darren hatte da keinen Kontakt mit irgendwelchen anderen Fahrern. Es war einfach Pech. Alles in allem, du hast sicherlich auch die Bilder verfolgt. Es geht schon ganz schön hart zur Sache. Was ist denn da los da draußen? Ja, unglaublich. Ich meine, wir wussten ja schon, dass es ein 24-Stunden-Sprintrennen werden wird. Aber dass es direkt so zur Sache geht, Respekt. Wann wärst du dran gewesen oder wann kannst du wieder einsteigen? Was meinst du? Ich hatte sogar schon meinen Helm an, um das Auto zu übernehmen. Aber dann wurde mir gesagt, dass, wie gesagt, das Auto steht und jetzt erstmal nichts. Also warten angesagt. Wir drücken natürlich die Daumen, Danke. Dass es weitergeht. Vielen Dank, Ferdinand, und weiter mit euch da oben. Ja, jede Runde zählt. Also weiterfahren ist auf alle Fälle dann auch für euch eine Verpflichtung, klar. Absolut. Also wenn das Auto geborgen werden kann und da neue Reifen drauf kommen, ja, dann geben wir weiter Gas. Natürlich, da ist noch nichts verloren. Klar, die Platzierung. Was ist der Herr Papa? Ja, der sieht auch nicht so glücklich aus, aber ja, nee, der sieht nicht glücklich aus. Nicht wirklich, ne? Da kann man sich vorstellen, was der sich gerade so denkt. Das kann ich mir jetzt nicht so vorstellen, was er sich genau denkt, aber... Ist eigentlich der Mann der direkten Worte, also der schaut eigentlich nicht lange rum. Nee, nicht wirklich. Also ich denke mal, der wird dem Ferdi jetzt sagen, dass man da jetzt da nichts machen kann und dass es halt auch mal passieren kann. Und ja, das ist eigentlich das, wofür uns bekannt ist, dass er dann immer die richtigen Worte findet, um dann auch ein bisschen die Emotionen rauszunehmen. Was jetzt momentan sicherlich auch ganz wichtig ist, denn die Enttäuschung sitzt tief, da braucht man nicht lange drum herum reden. Das ist sehr enttäuschend für uns, definitiv. Aber das was habt ihr euch vorgenommen? Ja, also nach dem Erfolg im Qualifying, was für uns wirklich ein Erfolg war, da innerhalb von ein paar Sekunden mit der Spitze zu fahren, ohne große Entwicklungszeit, war schon gut. Und wir dachten, dass wir das Rennen ein bisschen lockerer angehen und dann, wenn nichts passiert und wenn alles hält, dass wir dann Richtung Top 10 steuern wollten. Ich glaube, das hatten alle anderen auch so vor, aber ich glaube, wir waren vom Auto wirklich gut aufgestellt. Mit so einem Reifenschaden kann man natürlich nicht rechnen. Ein paar Worte noch zu eurem Young Driver Aston Martin Vantage GT3. Ja, es ist ein fantastisches Auto. Für mich war es komplettes Neuland, da mein letzter Einsatz in einem Frontmotorauto 2007 im Schubert BMW war. Und ja, nach 5 Jahren muss man dann halt, sieht man die lange Motorhaube, wo der dicke V12 drin ist, der 6 Liter. Ist ein ganz anderer Fahrstil auch als noch mit dem Lambo letztes Jahr oder den Audi, den ich davor gefahren habe. Und mittlerweile habe ich mich aber rangetastet und das macht richtig Laune zu fahren. Habt ihr schon einen Rufnamen für euren Vater gefunden, El Presidente? Ja, El Presidente, Rennpapst, da gibt es verschiedene Geschichten, je nachdem, wie die Stimmung so ist. Jetzt momentan eher am Boden niedergedrückt. Ja. Der Herr Papa möchte momentan kein Interview geben. Man kann es nachvollziehen. Da steckt natürlich auch sehr, sehr viel an Emotionen drin. Aber er hat auch alles mitbekommen, was im Motorsport passieren kann. Absolut. Also ich glaube... Und er weiß, der Teufel steckt im Detail. Das ist oft so. Ja, definitiv. Also man sieht jetzt schon am Telefon, wird wahrscheinlich gerade meine Mutter, die zu Hause sitzt, die grüße ich jetzt mal, wenn ich darf, natürlich. Informieren, was da gerade los ist, weil die sich sicher Sorgen macht. Und ja, also was hier jetzt in der ersten Stunde passiert ist, habe ich in meiner kompletten Karriere noch nicht erlebt. Ja, Stampede, das hat so ein bisschen Rodeo-Charakter teilweise. Absolut, also Autos auf der Döttinger Höhe, also in derselben Klasse, die sich abschießen, wie wir das bei dem Audi gesehen haben, absolut unverständliches Manöver. Also, dass man sein eigenes Auto da nicht abschätzen kann in der Länge, das ist für mich unbegreiflich. Du meinst die Situation mit Blickemolen? Ja, vorher? Absolut. Das war ein Reifenplatzer also, bei Blickemolen. Das war ja, ja, aber explodiert. Der hat mich berührt, oder? Ob der da an den Reifen rangekommen ist, der Reifen deswegen explodiert ist, glaube ich nicht. Also gut. Aber da werden wir die Beteiligten fragen müssen. Definitiv. So wie das von den Bildern her aussah, Reifenplatzer, das Gummi kam ja auf den Audi, auf die Frontscheibe geflogen. Ja, und dann gab es sicherlich dann auch unter Umständen die leichte Berührung und der Dreher und der heftige Einschlag. Wir waren natürlich auch unterwegs und wollten da von der Mannschaft ein Interview haben von Black Falcon. Die haben sich komplett zurückgezogen in ihre Lounge, was ich verstehen kann. Die Fahrer momentan ein Haufen heulendes Elend. Die haben sich auch extrem viel vorgenommen. Und dann gleich so bitter in der ersten Runde erwischt zu werden, das ist schon richtig hart. Ja, ich denke, ich werde jetzt dann mal vorbeigehen, denn geteiltes Leid ist halbes Leid. Schauen wir uns die Szene ruhig nochmal an. Da kommt der Reifenplatzer. Ja, ich meine, der ist schon sehr dicht drauf und die Fahrzeuge haben einen großen Spoiler vorne. Also, wie gesagt, das kann so oder so sein.
Aber auf jeden Fall eine blöde Situation. An der Stelle möchte ich nicht abfliegen. Der hat richtig Dampf drauf gehabt. Sabine hat vorher gemeint, da hast du so rund 250 auf der Uhr. Ja, vielleicht sogar ein bisschen mehr, 260 schon an der Stelle. Also da ist flott, da tut es dann auch, glaube ich, weh als Fahrer. Auch wenn die Autos sehr sicher sind, sind es enorme Belastungen und Gehkräfte, die da auf die Muskulatur wirken bei so einem Einschlag. Das spürt man noch einige Tage nachher. Also nach dem Frust kommt dann der Schmerz im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, wenn das ganze Adrenalin aus dem Blut erstmal raus ist, das hat man ja häufiger so. Aber er war auch eine ganze Zeit lang erstmal benommen im Auto, sitzen geblieben und ist erst später rausgestiegen, aus eigener Kraft, Gott sei Dank. Aber da ist viel Adrenalin, wie gesagt, und wenn sich das alles legt, dann merkt man später erst mit Verzögerung, was am Körper wirklich los ist. Ja. Das ist auch gut, wenn man dann erstmal auf Nummer Sicherheit geht. Es sind einige Top-Piloten jetzt beim Boxenstopp in der Boxengasse. Auch wir biegen ganz kurz ab. Ich will dich nicht länger quälen. Für dich ist momentan einfach keine schöne Situation. Kann ich sehr gut verstehen, dass du auch jetzt zu deinem Team möchtest. Vielen herzlichen Dank, dass du trotzdem zu uns gekommen bist. Vielen Dank. Viel Spaß noch. Ja, Mr. Haribo, Christian Menzel jetzt bei mir. Christian, eigentlich wollte ich dich gar nicht so schnell wieder am Mikrofon haben. Dir ist der Gummi ein bisschen um die Ohren geflogen. Ja, tatsächlich. Wir hatten einen Reifenschaden. Ich vermute mal, das lag daran, es hat ja schon übelst gescheppert. Es ist eigentlich das eingetreten, was ich schon geahnt habe, dass wo geholzt wird, da fallen noch Späne. Und und da habe ich mir wahrscheinlich den Reifen beschädigt, weil wir konnten teilweise, wir mussten durch die Trümmer fahren und das war wahrscheinlich ein Folgeschaden, was eigentlich schade war, denn wir sind ja nur von 24 gestartet, ich war glaube ich schon auf 12, 13, hatte schon die nächste Gruppe vor mir, also mein Auto ging über die Distanz, ganz hervorragend und zum Glück ist der Reifenschaden im Bereich Karussell gewesen. Ich habe also durch diese lange Intervention-Car-Phase auf der Döttinger Höhe nicht so viel Zeit verloren, das war also noch ganz glücklich. So ein Rennen ist halt lang und ich bin da ganz ruhig. Man sieht, also nach der Aufholjagd könnt ihr jetzt wieder aufholen. Und es sieht ja gut aus, ihr habt ein bisschen geklebt, neue Reifen drauf und jetzt ist, glaube ich, alles wieder gut, oder? Ja, da gehe ich von aus, weil das war eigentlich immer unsere Stärke bis jetzt, dass wir eigentlich keine Reifenschäden hatten. Und das war das Letzte, womit wir gerechnet haben. Aber das ist wirklich, ich vermute, einfach mal durch Trümmerteile passiert, das ist ein schleichender Plattfuß. Aber ansonsten muss ich sagen, Hut ab, also Falken, die haben einen Reifen, der über die Distanz sehr gut geht. Wir hätten nicht gedacht, dass wir jetzt so lange so konstant schnell fahren können und sehr gut. Okay, dann drücken wir weiter die Daumen und hoffen, dass nicht noch mehr Gummis platzen und dann gehen wir jetzt zurück zu Peter Kohl. Danke. Grande Casino in der Boxengasse. Es sind momentan viele Autos in selbiger. Es gibt viele Boxenstops nach den ersten 8 Runden. Es wird getankt, es gibt viele Fahrerwechsel und wir sind natürlich auch dran an Frank Stippler, wollen noch aufklären, wie die Situation war mit Jérôme Blekemolen, ob es da eine Berührung gab oder nicht, ob der Flügeltüre abgeflogen ist, weil er den Reifenplatzer hatte, was immer auch dahinter steckt. Momentan wird das Klassement natürlich gewaltig durcheinander gewirbelt durch die vielen Boxenstops, die gerade absolviert werden. Die Frage, die übers Mail-In kam von einigen Zuschauern, sie haben ganz offensichtlich sehr viele Fans, Klaus Ludwig, Nick Heidfeld und Sascha Berth, wo der Gambala Racing McLaren momentan ist, nach 7 Runden mit der Startnummer 30 auf der 31. Position, also immer noch relativ weit vorne mit dabei. Wir haben einige prominente Ausfälle schon gesehen. Hier ist das Auto, in dem Claudia Hürtgen den Start gefahren ist. Der zweite Schubert BMW mit der Besetzung Hürtgen, Schwager, Bastian und Dirk Adorf. Dirk Adorf gemeldet auf beiden Schubert BMWs. Für ihn ist es der 20. Start bei einem 24-Stunden-Rennen hier auf dem Nürburgring. Er hat noch kein einziges Mal gewonnen und er sagt, das ist für mich natürlich toll, dass ich in diesem Jahr 2 Chancen dazu habe. So eng wie es hier zugeht, das Auspacken nicht ganz einfach. Da muss man auch mal hin und her rangieren. Das war mit der Startnummer 65 auf Platz 2 in die Boxengasse hinein. Reingekommen zum Boxenstopp nach 8 Runden der Hancock-Team Heiko Flügeltürer mit Kenneth Heyer, Bernd Schneider, Lance David Arnold und Alexandros Margaritis. In Führung nach 8 Runden liegt der Mantai Porsche mit Lieb und Dumas und wir wollen zu Frank Stippler runtergehen, denn der kann uns mit Sicherheit ganz prominent aus bester Sicht erzählen, wie das war mit Jérôme Blekemolen. Ja, Peter, ganz genau. Frank, wir haben aus deiner Onboard gesehen, wie vor dir der SLS mit Jérôme Blekemolen einen Reifenschaden hatte. Gab es eine kleine Berührung? Nicht, dass ich es gemerkt hätte. Ich möchte es nicht ausschließen, weil das alles sehr eng war, aber ich habe überhaupt gar nichts gemerkt. Ich denke, dass das ohne Berührung abgegangen ist.
Wir waren live in deiner Onboard dabei, deswegen haben wir das ganz genau verfolgen können. Oder ist er ein bisschen langsamer geworden oder hast du dich vielleicht ein kleines Stückchen verschätzt? Ich wollte gerade ohnehin ausscheren. Ich habe 2-3 Mal versucht und eigentlich bin ich nicht richtig aus dem Windschatten rausgekommen. Und dann in dem Moment zum Glück, wo ich fast ohnehin beim Ausscheren war, ist der Reifen geplatzt wohl. Und das war eine heikle Situation, weil mir die ganzen Reifenstücke um die Ohren geflogen sind. Wir haben vorher 2-3 größere Zwischenfälle auf der Strecke gehabt, wo, glaube ich, auch die BMW oder mindestens ein BMW betroffen war. Ich habe auch direkt gefunkt, dass wir uns parat machen sollen für einen möglichen Reifenstopp, weil doch sehr viel Schrott und Kohlefaserteile auf der Strecke lagen. Und das ist immer ein großes Potenzial für spätere Reifenstellen, weil die Kohlefaserteile eben scharf sind. Du hast es gesagt, es ist ziemlich viel draußen los, vielleicht sogar einen Tacken zu viel. Ich meine, wir sind so früh im Rennen. Ja, das war fast erwartungsgemäß. Ich meine, wir haben hier 30 Top-Autos. Wir haben eben mal durchgeguckt bei der Startaufstellung. Auf Platz 25, 26 stehen Autos wie so ein privater Haribo Porsche, die sicher für Privatteams aus dem Vollsten schöpfen, was möglich ist. Und mit so einem Equipment stehst du im Moment auf P25. Das wird eine harte Angelegenheit hier über 24 Stunden. Und es sind im Grunde genommen alle von einem Sprintrennen ausgegangen. Und ein bisschen zeichnet sich das so ab. Vielen Dank, Frank, für die ehrlichen Worte. Ja, sieht ganz schön abgekämpft aus, ja, der Frank Stippler. Und er kann es nicht ausschließen, dass er ihn getroffen hat, hat er ja so gesagt. Ja, weiter mit euch. Frank Stippler mit seiner Besatzung momentan auf der 17. Position. Laut Ergebniscomputer, aber es waren viele in der Box drin. Das muss ich alles jetzt erstmal wieder ein bisschen sortieren. Wir haben ein Bild gesehen dieser Kompetition mit der Startnummer 1, hatte eine Berührung mit einem Schubert BMW. Und da sehen wir das Auto von Ferdinand und Johannes Stuck und Dennis Rostek. Der steht dort unten am Streckenrand. Da wird jetzt gearbeitet am Fahrzeug. Der Reifen gewechselt, aber der Ferdinand hat ja vorher gesagt, es kam die Information, es soll eine heftigere Beschädigung rechts hinten gegeben haben an diesem Aston Martin Vantage. Und reiner Reifenwechsel ist das nicht. Da wird schon mehr am Auto geschraubt und gemacht. Hoffentlich können die am Rennen wieder teilnehmen. Wahnsinnig viel los, irrsinnige Action hier in der Anfangsphase. Immer wieder die Frage nach den blinkenden blauen Lichtern. Die schnellsten 40 Fahrzeuge haben auf der rechten Beifahrerseite also dieses blaue LED-Blinklicht. Das ist ganz wichtig für das Fahren in der Nacht, dass die Fahrer vor einem, die langsamer sind, aus den hubraumschwächeren Klassen, dann auch wissen, wenn sie das Signal sehen im Rückspiegel, dieses blaue Blinken, dass von hinten ein schneller angeflogen kommt, eines der schnellsten 40 Fahrzeuge, dann kann man sich darauf einstellen und rechtzeitig auch die Linie freigeben, die gefahren werden muss. Christian Abt, das alles Bilder aus der Vorstartphase, da waren sie alle noch gut drauf und bester Hoffnung. Laola, auch von Bernd Schneider, vor der Mercedes-Tribüne für die zehntausenden Fans. Wir haben uns auf ein spektakuläres, auf ein sensationelles, auf ein aufregendes Rennen gefreut. Aber was hier in der ersten Stunde los war, da sind schon viele Träume im wahrsten Sinne des Wortes geplatzt. Wir haben ein Crash-Festival teilweise erlebt, hochriskante Situationen. Wir haben gesehen, dass da Stoßstange an Stoßstange gefahren wird bei Geschwindigkeiten von weit über 200 Kilometer pro Stunde. Da wird auf Teufel komm raus um jede einzelne Position gefightet, als ob es hier schon die Schlussphase des Rennens wäre. Und die Folgen haben wir erlebt. Das Winken als Signal immer wieder beim Vorbeifahren an Unfallstellen, auch Richtung Streckensteward. Das hier ist noch die Einführungsrunde. Viele, viele Impressionen, viele Dinge, die hier passiert sind. Es wird eine ganze Menge Gesprächsstoff geben, jetzt schon in der Boxengasse. Und bei allen Interviews, die wir bisher gehabt haben, haben Sie heraushören können. Einige haben es befürchtet, dass das hier in dieser Form so abgeht. Andere waren selber auch ein bisschen erschrocken darüber. Das muss man erstmal wegstecken, vor allem was Jerome Blickemolen da passiert ist. Der Abflug war ganz heftig bei Geschwindigkeiten rund um die 250 Kilometer pro Stunde. Pah. Frank Stippler hat da Glück gehabt, dass er nicht mit rausgerissen wurde in dieser Situation. Das war der Start. Da war noch alles relativ friedlich. Die Anfangsrunde eine 8:22 gefahren vom Polfahrzeug von Schubert Motorsport von Jörg Müller. Und dann ab der zweiten Runde, da ging das Zeitenniveau schon auf die 9 Minuten und drüber, weil da eben schon die verschiedenen Teile auf der Strecke lagen. Gelbphasen, immer wieder Dreher, Einschläge in der Leitplanke. Man muss das Tempo immer wieder rausnehmen und das macht sie natürlich bei den Rundenzeiten auch bemerkbar. Die letzte Runde des momentan in Führung liegenden Mantai Porsche 9:29.93. Das sagt eigentlich schon alles. Da ist man mehr als eine Minute langsamer, als dieses Fahrzeug normalerweise im Rennbetrieb auf dieser Strecke unterwegs ist.
Wollen wir mal schauen, wie es in den einzelnen Klassen so ausschaut auf den ersten Positionen. 20 verschiedene Klassen, die hier ausgeschrieben sind, für die Fahrzeuge gemeldet wurden. Die Unterscheidungen nach Hubraumklasse, ob es Serienfahrzeuge sind. Es gibt natürlich auch Turboklassen, es gibt Dieselklassen, es gibt die der alternativen Energien, wenn hier mit Bio-Airgas zum Beispiel gefahren wird. Sie sehen unten die Einblendung. Drucken Sie sich über Ihren Computer, über die Internetseiten vielleicht die Startliste aus, dann können Sie die Startnummern auch entziffern, welche Fahrer da jeweils auf den einzelnen Fahrzeugen gemeldet sind. Ein Teile mehr auf dem Asphalt, dass man da teilweise drüber fahren muss in langsamer Fahrt und sich dann später dadurch Reifenschäden einstellen. Wir haben es bei Christian Menzel eben gehört, der Haribo Porsche auch betroffen davon. Das ist, liegt natürlich auf der Hand, wenn man die Bilder vorher gesehen hat. Hier wird wieder das Tempo aufgenommen vom führenden Mantai Porsche. Die Fahrzeuge auf den vier folgenden Positionen hinter dem Mantai Porsche waren erst in der Boxengasse, müssen erst über die Startziellinie wieder fahren, dass wir ein Klassement haben, das von Relevanz ist. Bisschen das Problem, um den Überblick zu behalten, denn es gibt keine Messschleife entlang dieser 25 Kilometer langen Strecke. Es gibt also keine Zwischenzeitmessungen. Man muss letztendlich gute 9 Minuten warten, bis man weiß, was sich da in der Reihenfolge alles verändert hat. Wir werden Ihnen das zweite Eishockey-Weltmeisterschafts-Halbfinale gleich zeigen. Es gibt dann die Möglichkeit in der zweiten Drittelpause etwa gegen 18.45 Uhr. Dann werden wir uns hier live vom Ring melden, um einen Zwischenstand weiterzugeben. Es gibt unseren Live-Ticker bei sport1.de. Da können Sie das Renngeschehen weiterhin verfolgen und natürlich auch den Livestream. Auch da bekommen Sie alles geboten, auch in Bildern. Also gehen Sie da ruhig rein unter sport1.de. Dann können Sie alles weiterverfolgen, was hier an Bildern produziert wird. Da sehen wir dieses blinkende LED-Licht mal sehr deutlich in der Frontscheibe. Das Zeichen, dass das eines der schnellsten 40 Fahrzeuge ist. Das soll es von mir für den ersten Moment gewesen sein, runter in die Boxengasse. Ja, danke Peter, denn hier haben wir gerade den Boxenstopp des führenden Mantai Porsche. Da sehen wir Marc Lieb. Der macht hier nochmal zu für den Kollegen, der gerade eingestiegen ist. Christina, kannst du erkennen, wer hier gerade reingeht? Schauen wir mal schnell. Ich habe gesehen, Richard Lietz ist gerade ausgestiegen. Ich gehe mal hin und schaue. Wir können auch fragen. Wer sitzt drin? Romain Dumas ist drin. So, also haben wir den Boxenstopp des führenden Mantai Porsche. Christina, was war denn da alles los da draußen? Das war ja Wahnsinn. Ey, unglaublich. Also wieder einmal ein prächtiges 24-Stunden-Rennen mit genügend Action und genug zu erzählen für unseren lieben Peter Kohl. Es ist unglaublich. Es tut mir ein bisschen leid für die Betroffenen, weil es ist immer ein Drama. Gerade wenn es am Anfang schon passiert. Du bist hochmotiviert, gehst daran, holst auf, wie jetzt zum Beispiel Christian Menzel und dann sowas. Aber wie gesagt, bei 24 Stunden kannst du so viel wieder rausholen und gut machen. Also da wird ja auch noch einiges passieren in der Zwischenzeit. Ja, der Mensch, der Striezel Stuck, der war ja wirklich völlig geplättet. Der konnte gar nicht fassen, was da passiert. Naja, wir wollen das alles auflösen. Und zwar nach dem Eishockey, dem zweiten Halbfinale Tschechien gegen die Slowakei. Wir sind im zweiten Drittel oder nach dem zweiten Drittel gegen 18.45 Uhr noch einmal da mit einem Update. Und dann ab 20 Uhr sind wir natürlich wieder hier in der Eifel. Also bis dahin, wir halten die Stellung. Bis später. Tschüss. Peter, ciao.